Messihu Akbar. Von wegen Allah ist groß. Unser Gott ist groß. Unser wahrhaftiger Gott ist groß. Unser wahrhaftiger Gott ist groß. Unser wahrhaftiger Gott ist groß. Der Angreifer von Emanuel hat drei Finger verloren, während er Emanuel angegriffen hat. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Unser Herr lebt. Denn in den Schriften lesen wir, wer das Schwert nutzt, wird durch das Schwert umkommen. So ist das. Unser Herr sagt die Wahrheit. Unser Herr verkündet die Wahrheit. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja. Und deswegen lese ich euch was vor und dann hole ich die Leute mal langsam hoch. Ja. Hört zu, Leute. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Der Herr richtet. Der Herr richtet. Pack dein Schwert weg. Warum? Du wirst gerichtet werden dadurch. Du wirst gerichtet. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Gleich tun wir fortfahren. Ich hole jetzt mal langsam die Brüder hoch. So. Jetzt gucken wir mal. Der Bruder hier will auch hoch. Jetzt mal gucken, wir haben jetzt hier einige. Muss mal gucken jetzt hier. Wer ist denn das? Das ist nicht mehr das, ist aber den holen wir mal hoch. So. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Servus. Servus. Willst du vielleicht die Leute begrüßen? Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Bist du Moslem oder bist du Christ? Scheißegal. Und was bist du eigentlich? Bist du Christ oder bist du Katholik? Ich habe dich zuerst gefragt, bist du Ich frag Christ? dich zuerst, bist du Katholik oder bist du Christ? Was bist Willst du? du meine Fragen beantworten, ja oder nein? Nein. Antwort. Ich frage dich, was bist du? Katholik oder? Okay, erstmal Al-Burak zu der Kaaba. Boom! Let's go to the Kaaba with Al-Burak. Gott segne, Bruder. Let's take Ey, the ich küsse dein Herz, Bruder. Wahnsinn. Oh Mann, Gottes Segen an alle, Gottes Wahnsinn. Segen an alle, lieber Bruder. Gott segne euch Wahnsinn. alle. Gott segne dich, Bruderherz. Gott segne Oh dich, Bruderherz. Mann, ey, bist du Katholik oder Christ? Wahnsinn. Wahnsinn. Was Gute Frage. war das für eine Frage, Bruder? Die Fragen werden immer komplizierter. Die Fragen werden immer schlimmer. Das ist das Problem. Bist du Das ist schrecklich. Christ? Bist du Christ oder Christ, Bruder? Wahnsinn. Wahnsinn. Alle Ehre dem Herrn. Und Leute, wirklich ganz, ganz viel Liebe, und vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Ich liebe euch dafür, ja. Und Leute, manchmal bin ich echt zu extrem und streng, aber Leute, versteht mich bitte, ja. Ich verteidige das Christentum. Ich spreche über den Herrn Jesus Christus. Und derjenige, der den Teufel zum Vater hat, den kann ich nicht respektieren. Da verliere ich meinen Respekt. Das ist einfach so. Ja, deswegen sage ich immer wieder: Oh Herr, verzeih mir für meine Worte. Ja, und ich kann euch nur eine Sache sagen. Ja, ich liebe euch und deswegen. Ich hoffe, die meisten, die auch hier drin sind, die verstehen. Ich kenne die. Ich küsse dein Herz. Danke, 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 danke fürs Abo. Deswegen verzeiht mir, Leute. Ja, wenn ich manchmal so reagiere, es ist einfach so. Ich verteidige den Herrn. Ich will die Wahrheit, ich will hier über die Wahrheit sprechen und alles andere, was gegen das Evangelium spricht, bin ich total dagegen. Ja, denn wir wissen, dass der Herr Jesus Christus alles, was er offenbart hat und verkündet hat, ja, dass dies die Wahrheit ist. Deswegen, Leute, ich sag's nochmal, es tut mir mega leid nochmal, wenn ich so extrem bin. Ich möchte einfach nur die Wahrheit hier verkünden und dass die Leute die Wahrheit sehen. Ja, aber wer natürlich, hey, das Christentum angreift, wir werden schon weltweit verfolgt.
Deswegen lass ich mich von so solchen Narren auch nichts sagen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ja. Und wie gesagt, das sind Söhne des Teufels. Das sage ich immer wieder. Ich wiederhole mich immer wieder. Ja, das sind Söhne des Teufels. Ja. Hinter verschlossenen Türen. Ich sag's euch nochmal, Leute. Und das ist die Wahrheit. Ich sage euch etwas aus Erfahrung. Hinter verschlossenen Türen lachen sie über uns. Sie reden uns schlecht. Hinter verschlossenen Türen reden sie schlecht über uns. Und das sage ich nicht einfach so. Ich sage das, weil ich es weiß. Ja, und die Wahrheit können diese Satans, ja, Kinder nicht hören. Es ist einfach so. Hinter verschlossenen Türen reden sie schlecht über uns. Es ist einfach so. Ja, genau. Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr, 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 sehr ausschlaggebenden Vers. Denn diese Narren, diese Heuchler verwerfen das Evangelium. Und sagen, hey, sie versuchen mit jedem Mittel, ja, das Evangelium zu verdrehen. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 23, 17. Und das lese ich euch sogar vor. Ja. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer? Das Gold oder das Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden. Ja, das sind Narren. Und deswegen sage ich immer wieder, Leute, das sind Heuchler. Ich sage das nicht umsonst. Die Schrift sagt das, nicht ich. Die Schrift sagt das. Ja, und das kann ich anhand der Schrift bekräftigen, dass das Narren sind. Es ist einfach so. Das sind Narren. Das sind Heuchler. Und das bekräftige ich anhand der Schrift. Die Schriften sagen, dass diese Heuchler sind. Die Pharisäer, die damals Jesus Christus abgelehnt haben, das waren Heuchler. Und genauso haben wir diese modernen Heuchler heute. Ja? Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer als das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Und jetzt kommt das Wichtigste, Leute. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze, und den Anis und den Kümmel verzehrt. Und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt. Sie vernachlässigen die Schriften und heucheln. Kommen 600 Jahre später und wollen uns etwas vom Evangelium erzählen. Da müssen wir uns fragen, warum hat dein Gott 600 Jahre geschlafen? Ganz einfach erklärt, Leute. Ja, weil wir den wahrhaftigen Gott dienen. Sie dienen einem Gott, der 1400 Jahre alt ist. Ganz einfach. Ganz einfach. Es ist simple and easy to understand. Sie dienen einem Gott, der 1400 Jahre alt ist. Ganz einfach. Denn unser Herr ist auf Ewigkeit und Ewigkeit schon immer da gewesen. Ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen, Leute. Amen. 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 Ganz kurz. Deswegen ganz, ganz viel Liebe, Leute. Amen. Wirklich ganz, ganz viel Amen. Samson, ich küsse dein Herz, Bruder. Amen, 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 Leute. Alle mal kräftig ein Amen in den Chats. Alle mal ein Amen. I love you guys. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Ne? Genau. So, jetzt gucken wir mal. Wen haben wir denn da? Haben wir den Bruder Khanja. Khanja war doch vorhin hier drin. Khanja, Khanja, where are you, my brother? Okay, dann gucken wir mal. Wen haben wir denn hier? Wir haben so viele Anfragen. Ich weiß nicht, wen ich jetzt hochholen soll. Nehmen wir mal den hoch. Eine Frage, Flex. Erstmal, bevor du hier reinkommst, Erstmal. begrüßen wir die Leute. Hallo, hallo. Salam alaikum. Ja, Salam alaikum. Was bist du? Bist du Moslem oder bist du Christ? Ich bin Alhamdulillah Muslim. So, ich Okay, habe eine kennst du Frage. überhaupt deine, hast du überhaupt, kennst du, jetzt chill, 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 Ja, chill. mach Du schnell. bist gerade erst reingekommen, chill, hab Ja. keine Angst.
Verstehst du überhaupt deine Religion? Weißt du, was überhaupt in deinem Buch drinne steht? Ja. Okay, was steht drinne? Wie, was steht drinne? Vieles. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes steht bei dir drinne? Der Koran ist Wort Gottes. Der Koran ist was? Wort Gottes. Okay, schlag mal Sahih Muslim 2922 auf. Warte, ich bin hochgekommen, um dich zu fragen, nicht, dass du mich fragst. Wenn du mir diese Frage beantwortest, dann frag mich. Hallo, weil ich bin hochgekommen, hallo, um zu fragen. Hallo. Warum hast du so Angst vor Fragen? Warum Sahih Muslim 2922, schlag auf. Ich hab dir die Frage so gestellt. Warum hast du so Angst? Nee. Komm, ich bin hochgekommen mit einer Frage. Bist du in meinem Channel oder bin ich in deinem Channel? Ich bin in deinem, um dich zu fragen. Also, dann beantworte unsere Frage. Angst. Wie es aussieht, hast du Angst? Beantworte unsere Frage. Ja. Okay, warte. Ich beantworte dir jetzt eine Frage. Ich kann deine Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber jetzt antworte auf meine. Warte mal. Wenn du nicht mal diese Frage beantworten kannst. Lies, was da steht. Lies mal. Lass mich mal reden, Mann, du ungezogener Bengel, Mann. Hör mir doch zu, Mann. Beleidige nicht. Ja, du bist ein ungezogener Bengel, das ist doch die Wahrheit. Du lässt nicht mal reden. Wenn Erwachsene reden, hör zu, du ungezogener Bengel. Mann, ey, ist der Wahnsinn, ey. Wie kann man so ein ungezogener Bengel sein? Ja, reicht doch, lies vor. Wahnsinn, ey, das ist ja krass. Lässt nicht mal die Erwachsenen reden. Also, wenn du deine Religion nicht verstehst, wie willst du das Christentum verstehen? Schlag auf und lies vor. Meine Frage war, wenn du nicht mal deine Religion verstehst, wie willst du meine verstehen? Aber deine kann man nicht verstehen, weil die Bibel komplett verfälscht ist. Meine Frage war, wenn du deine Religion nicht verstehst, wie willst du meine verstehen? Ey, ich sag dir doch, komm, lies mir vor, was da steht. Was dein Beantworte ist. Meine Frage. Wenn du deine Religion nicht mal verstehst, wie willst du meine Religion verstehen? Ich verstehe meine Religion. Echt, du verstehst deine Religion? Ja, sag mir jetzt, was da drin steht. Ist der Koran Kelam Allah? Ist der Koran Kelam Allah? Was Kelam Allah? Was laberst du? Wie oft gehst du in der Moschee? Fast jeden Tag. Und du weißt nicht, was Kelam Allah ist? Guck mal, entweder du sprichst das falsch aus. Meine Frage ist, Kelam Allah, meinst du, ne? Kelam Allah, ja. Was ist Kelam Allah? Das heißt Wort Gottes. Kannst okay, wo sagen, steht im Koran, wo steht im Koran, dass der Koran das Wort Gottes ist? Wo steht das? Bruder, das ist das Wort Gottes, das hat uns... Meine Frage ist, wo im Koran steht drinne, dass der Koran das Wort Gottes ist? Ich sag doch, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass der Koran Wort Gottes ist. Und okay, wer hat wo das steht dem das? Gesagt? Und wer hat das dem gesagt? Jibril. Wo steht das? Wo steht das? In Hadithen, in Bukhari zum Beispiel. Ich habe gesagt, im Koran, hör mir zu. Oder du kannst nicht alles aus dem Koran nehmen, du musst auch aus Okay, also ist der Koran verfälscht? Der Koran ist nicht verfälscht. Also, warum steht es da nicht drinne? Warum hat er einen Gesandten geschickt? Ich dachte, der Koran ist perfekt. Der Koran ist auch perfekt. Okay, wo steht im Koran, dass der Koran das Wort Gottes ist? Hast du mit? Okay. Ja. Ja, yeah, search. I thought so. Ja. Ja. Die verstehen gar nichts, wenn du aus der App rausgehst. Nimm lieber ein zweites Handy, das ist einfacher für dich. Ja, okay, warte kurz. Ja, wir warten. Okay. Ja, so, Bruder. Warte, du hast gerade einen PC, ne? Ich hab gar nichts. Doch, du kriegst irgendwas, da leuchtet irgendwas, ich sehe das doch. Ich hab gar nichts. Zeig uns das mal. Boah, wie soll ich dir das zeigen, wenn ich da rausgehe und dann nicht reden kann? Ja, dann hol dir ein zweites Handy. Sollen wir jetzt für dich die Arbeit machen, oder was? Boah, ja, dann warte kurz, hier. Guck mal, du willst das unbedingt haben. Ja, dass der Koran das Wort Gottes ist. Zeig mir eine Stelle, wo es drin steht. Okay, Sekunde. Ah, okay.
Bruder, ich glaube, mit dem wird nichts. Der ist auch sowieso Ja, was. das werden wir ja gleich sehen. Ich Alles frage gleich. mich, warum die Tage so viele junge Menschen hierher kommen. Ich denke, meine Vermutung, sie werden absichtlich hergeschickt. Ne? Weil das so kennt man die ja auch. Ne? Mit irgendeinem Ziel, was weiß ich, dein Stream zu stören, zu Aber blockieren, wie auch geht immer. nicht mehr. Die können mich nicht sperren. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen, Bruder. Die können mich nicht sperren. Alles gut. Ich finde es halt nur auffällig, deswegen sehr interessant. Ja, alles gut. Alles gut. Kein Stress. Kein Stress. Wir warten immer noch. Oh ja, warte. Yeah, I thought so. Yeah, sure. Dass der Koran das Wort Gottes ist, nicht Kitab. Ich will, dass der Koran, Kelam Allah, dass der Koran das Wort Gottes ist, nicht Kitab. Hol mir nicht den Vers raus, Kitab, weil ich werde es Ja, gleich okay, warte, wenn explodieren. du diesen Vers nicht. Ja, okay. Ich habe gerade keinen anderen Beweis. Außer diesem Beweis habe ich keinen anderen Beweis. Also ist der, also wenn es nicht drin steht, sagst du dann, dass Mohammed ein falscher Prophet ist? Nein. Okay, warum steht es da nicht drin? Dass Mohammed unser Prophet ist. Nein, dass der Koran Kelam Allah ist. Oder weil uns das Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und weil Allah einen Engel geschickt hat, der das ihm gesagt hat. So, Meine ja. Frage ist, Nein, steht nicht meine im Koran, Frage steht nicht ist, im Koran, steht nicht im Koran. ich will es kurz und knapp machen. Den Vers hast du nicht, richtig? Welchen? Den Vers, den ich dir gegeben habe, dass der Koran das Wort Gottes ist, richtig? Das hast du jetzt nicht, richtig? Das Ja, aber findest du ich nicht. habe andere Beweise. Okay, ganz kurz. Wurde der Koran erschaffen, ja oder nein? Nein. Der Koran wurde nicht erschaffen. Wie meinst du erschaffen? In welchem Sinne? Wurde der Koran erschaffen, ja oder nein? Guck mal, der erklärt schon mal seine Frage. Das habe ich doch gerade eben erklärt. Ich habe gesagt, ob der Koran erschaffen worden ist, ja oder nein. Das ist eine ganz einfache Frage, die ganz einfach zu verstehen ist. Bruder, wie erschaffen? Also denkst du, der Koran Hat ist ein Buch auf Erde hier runtergekommen oder wie? von wem wurde dieses Buch erschaffen? Wurde dieses Buch erschaffen, ja oder nein? Oder von Allah, guck mal, diese Wörter, also das, was drin steht im Koran, hat Allah überliefert zu einem Engel und der hat das Mohammed sallallahu alaihi wasallam und also alle Propheten übermittelt. Meine Frage war, guck mal, hör auf mit mir zu kooperieren. Meine Frage Oh, war, du bist auch wurde durch. der Koran erschaffen, ja oder nein? In welchem Sinne, Bro? Sag mir in welchem Sinne, dann kann ich dir das sagen. Hat Allah den Koran erschaffen, ja oder nein? Ja, sagen wir mal ja, okay. Warte, wie ich das verstanden habe, ja. Okay, also der Koran wurde erschaffen, da halten wir fest, richtig? Ich weiß nicht, wie du das meinst, aber wie ich meine, ja. Ja, okay. Ist der Koran Allah? Nein, der Koran ist nicht Allah. Was? Der Koran ist nicht Allah, hä? Der Koran ist nicht Allah, sagst du. Ja, das ist nicht, hä? Okay. Frag dich. Ja? Was ist 1 plus 1? Drei. Nein, nee. Was ist 1 plus 1? Zwei, Bruder. Okay, er hat gesagt, dass der Koran erschaffen worden ist, richtig? Ja. Hallo, Flex. Ja, Flex. ja. So. Hast du gesagt, dass der Koran erschaffen worden ist, Flex. richtig? Flex. Hörst du mich? Guck mal, Sure 9, Vers 6. Sure 9, Kannst du Vers meine 6. Fragen beantworten? Sure 9, Vers 6. Soll ich die vorlesen? Komm, du willst Ey, eine Antwort hier. der Und springt wenn von jemand von einer. den Götzen dienen. Hier, lass mich reden. Und wenn jemand von den Götzendienern dich zum. Hier, warte. Warum Dich um springst du von Schutz meiner bittet. Frage weg? Warum springst du Hier, von meiner Frage weg? warte. Schutz bittet. Warum springst du Dann von meiner gewähre ihm Frage weg? Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Okay, wo steht hier, dass der Koran das Wort Gottes ist? Im Koran steht das hier, Sura 9, Vers 6. Okay, Sure 9, Vers 6. Wo steht hier, dass der Koran das Wort Gottes ist? Hast du meine Frage nicht verstanden?
Guck mal, ich weiß nicht, was los bei dir ist, aber du willst das einfach nicht verstehen. Nein, aber merkst du was? Du hast keine Ahnung. Warte, guck mal. Ich hab Ahnung. Guck mal, du hast einfach keine Ahnung. Du willst Nein, du hast gar keine Ahnung. Chill, chill. Du wirst alles verneinen. Du hast Angst, dass ich dir die Frage stelle, die ich dir stellen wollte und warum ich auch hochgekommen bin. Genau, ist, genau. Ah, okay, guck warte. Warte. War Jesus sündenfrei? Ist meine Frage. Also Leute, habt ihr eine Sache gemerkt? Sobald wir diese Menschen islamische Fragen stellen, sind sie nicht fähig, ihren Glauben zu verteidigen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil der nächste Vers und der dritte Vers oder auch der vierte Vers deren Arsch nicht rettet. Ganz einfach, weil es nicht das Wort Gottes ist. Weil in der Bibel wissen wir ja, wenn du einen Vers lesen tust, den zweiten, das Problem löst sich von ganz alleine. Und das ist die Bibel. Ja, er kann seinen Glauben nicht verteidigen, weil er keine Ahnung hat. Vers 1 hat meistens mit Vers 2 nichts zu tun, 3 hat vielleicht mit 4 zu tun, 4 hat nichts mehr mit 5 zu tun und das ist das Problem bei denen. Und deswegen können sie ihr Glaube nicht verteidigen. Ja, ganz einfach. Ja. Wir verkünden jetzt einfach das Evangelium, mit so jemandem hat es eigentlich auch keinen Wert, er ist auch ehrlich gesagt auch viel zu jung und ja, das bringt einfach nichts. Ne? Ilya, ich hole kurz was, kannst du bitte auch für unsere Brüder und Geschwister das Evangelium verkünden, ich bin gleich wieder da. Ich fange mit Matthäus Kapitel 7, Vers 7 an. Ja, Bruder. Und ich möchte auch dazu sagen, weil wir das Thema ja auch schon gestern hatten, dass man das Wort Gottes so schwer versteht. Nun, Matthäus, ich bin gleich wieder da. Mach nur. Matthäus Kapitel 7, Vers 7 sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das heißt, jeder, der zu Gott, zu unserem Herrn Jesus Christus finden möchte, muss nur darum bitten und es wird ihm gegeben. Er muss nur suchen und er wird finden und er muss klopfen und ihm wird aufgetan. So, man kann nicht die Ausrede nutzen, ja, ich verstehe das nicht und ich habe es nicht verstanden. Die Bibel ist klar wie klares Wasser. Wie klares Wasser. Es ist kein schmutziges, verdrecktes Wasser, sondern es ist klar. Jesus Christus sagt, bittet und euch wird gegeben. Das heißt, wir müssen aber auch mit einem offenen Herzen zu unserem Herrn, oder wenn wir momentan einfach auf der Suche sind, müssen wir einfach mit einem offenen Herzen dahin gehen, wie ich es auch getan habe. Man muss Jesus sein Herz öffnen. Weil wenn man mit einem verschlossenen Herz zu unserem Herrn geht, dann wird dabei auch nichts rauskommen. Warum? Weil das Herz verschlossen ist. Und Jesus sagt, ich klopfe an dein Herz. Aber der Herr bricht diese Tür im Herzen nicht auf. Er klopft dran. Das heißt, wir müssen aufmachen. Wenn Menschen mit einem verschlossenen Herz, wie die Pharisäer, Sadduzäer, dahingehen und versuchen, das Ganze einfach nur auseinanderzunehmen und den Herrn nicht anzunehmen, dann kommt auch nichts. Wer aber mit einem offenen Herz dahin geht, wird den Herr finden und erkennen. So war es auch bei mir. Es ist eine Herzenssache. Es ist nicht etwas, wo man mit Wissen greifen kann. Gott greift man nicht mit Wissen und Verstand, sondern mit seinem Herz. Und wie gesagt, man muss auch demütig daran gehen. Aber viele wollen das auch gar nicht. Viele wollen das gar nicht. Der Herr sagt in Matthäus 11, Kapitel 11, Vers 28, kommt alle zu mir. Er ruft uns, kommt alle zu mir. Und vor allem, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das zeigt uns auch, erstens, der Herr ladet uns alle ein. Er zwingt uns aber nicht. Er zwingt uns nicht. Er ladet uns ein. Er sagt, kommt alle zu mir. Und er nimmt uns dieses Joch weg. Zweitens. Und er erquickt uns. Er gibt uns diesen Frieden und nimmt uns diese Last. Aber wenn wir mit Gott,
mit unserem Herrn Jesus Christus im Krieg sind und sein Herz verschließen, kann dabei auch nichts rauskommen. Und da füge ich sogar noch was hinzu, ja. In Matthäus 23, Vers 26 lesen wir sogar: Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und des Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Ja? Warum? Sie sind vom Inneren nicht rein. Sie sind im Inneren nicht rein. Ja? Und das sagen auch die Schriften. Ja? Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr tüchten, Gräbern, gleich die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine. Und das sind sie wirklich. Das sind sie wirklich. Diese Pharisäer sind im Innerlichen so voller Dreck. Das ist Wahnsinn. Das haben wir gesehen bei dem Bruder Emanuel. Das haben wir gesehen bei dem Bruder Emanuel. Und die Schriften zeigen uns das. Die Schriften prophezeien das. Deswegen sage ich nochmal, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Schrift der Wahrheit einfach haben, die all diese Fakten spricht. Guten Abend. Genau. Hi. Ja, Marwan? So, was geht ab, Jungs? Alles gut? Uns geht's gut, ja. Wie geht's dir? Ja, gut, ja, ganz gut soweit. Ich war mal zuvor hin, du hast ja gefragt, wie wir drauf kommen, dass der Koran Kalam Allah ist, ne? Das war vorhin die Frage, ja. Ja, genau. Und zwar, der Koran wurde ja quasi herabgesandt als, also in mehreren Abschnitten. Ah, hört man mich nicht gut? Jetzt hört man dich, glaube ich. Okay, perfekt, scheiße. Mein Mikro ist am Arsch, aber ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. So, der Koran wurde ja herabgesandt als, nicht als komplettes, sondern es wurden immer einzelne Verse oder Suren herabgesandt und so weiter und so fort. Mhm. So, und da stehen ja auch Worte drauf. Dementsprechend ist das ja Wort Gottes, weil Gott, also Allah subhanahu wa ta'ala, hat uns das Buch hat uns die Verse einzeln herabgesandt. Und wer sonst hat denn die Worte verfasst außer er? Und dementsprechend Kalam Allah, Wort Gottes. Punkt. Okay. Dagegen gibt's auch nichts auszusetzen. Okay, alles klar. Dann lies mal bitte ganz laut vor Sahih al-Bukhari 3. Warte, ich pack mir ganz kurz ein Tablet zur Hand, weil ich will hier nicht raus. Das heißt, dass ich haue ab oder machst du irgendwelche komischen Grimassen wie bei den anderen Leuten und ich bin kein Mensch, den du disrespekten willst. Ja, alles gut, alles gut. Lies einfach nur Sahih al-Bukhari 3 für uns alle laut vor. Alles warte, gut. Warte, ich bin zwar Schiite, aber ich lese dir Sahih al-Bukhari gerne vor. Sahih al-Bukhari 3? Genau. Okay, warte mal. So. The comments of the divine inspiration to Allah's messenger was in the God dreams. He used to know the cave of Hira where he used to worship. Du musst es laut vorlesen, wir hören es. Ja, ich lese gerade auf Englisch, aber ich such's gerade auf Deutsch. Ich such's gerade auf Englisch. Okay. Dann erkläre ich dir das. Mhm. Das ist halt echt sehr viel. Warte, Sahih Bukhari 3 Deutsch machen wir einfach mal, dann lest dir laut vor. Okay, alles gut. Wenn du es auf Deutsch gefunden hast, dann würde mich das echt freuen. Hadith Nummer 3, ne? Genau, genau. Suchen, anzeigen. Beginn der Offenbarung. Warum steht das auf Arabisch? Ah, hier. Du musst das laut lesen, weil sonst hören wir dich nicht. Der Beginn der göttlichen Offenbarung an Allahs Gesandten, Allahs Segen und Heil auf ihn, war in Form von guten, rechtschaffenen Träumen, die sich wie ein helles Tageslicht erfüllten und dann wurde ihm die Liebe zu... Ja, ganz kurz, Marwan. Hm? Ja? Du musst ganz nah an dem Mikrofon gehen, weil sonst wir hören dich echt nicht. War mich jetzt besser? Hast du Kopfhörer drin oder ja, so? Ja, ich habe die gerade ausgezogen. Hört man mich jetzt besser? Ja, okay, voll komisch. Okay, ja, egal, rede, wir hören dir zu. Ich glaube, die anderen hören dich auch. Okay, tamam, so. Und zwar, da steht, der Beginn der göttlichen Offenbarung... Warte, du hast tamam gesagt. Bist du Türke? Ich bin Libanese. Du bist Libanese, okay. Lies vor, alles gut. Der Beginn der göttlichen Offenbarung an Allahs Gesandten, Allahs Segen und Heil auf ihm, war in Form von guten, rechtschaffenen, wahren Träumen, die sich wie ein helles Tageslicht erfüllten und dann wurde ihm die Liebe zur
Geschiedenheit geschenkt. Er pflegte sich in die Höhle von Hira zurückzuziehen, wo er viele Nächte lang ununterbrochen Allah alleine anzubeten pflegte. Bevor er zu seiner Familie zurückkehrte oder seinen Wunsch, sie zu sehen. Er pflegte die Reiseverpflegung für den Aufenthalt mitzunehmen und dann zu einer Frau Khadija zurückzukehren. Okay, was möchtest du denn jetzt hier rausziehen? Lies weiter, alles gut, lies okay, weiter. Achso, okay. Um seine Nahrung ebenfalls wieder einzunehmen, bis plötzlich die Wahrheit auf ihn herabkam, während er in der Höhle von Hira war. Der Engel Nur ein bisschen lauter. Der Engel kam zu ihm und bat ihn zu lesen. Der Prophet antwortete, ich weiß nicht, wie man liest. Okay, das unterstütze ich jetzt noch nicht, aber ja, weiter. Der Prophet Allahs Segen und Heil auf ihm fügte hinzu, dann packte mich der Engel mit Gewalt und drückte mich so fest. Aber das sind halt, wie gesagt, Überlieferungen, an die glaube ich nicht. Kannst du mir sowas aus schiitischen Quellen holen? Okay, wer ist denn jetzt die Wahrheit? Die Schias oder die Sunniten? Wer ist jetzt in der Wahrheit? Laut mir, ich bin ja, wie gesagt, ich gehöre zu den Schiiten an und da sind wir die Wahrheit. Meiner Meinung nach halt auch dementsprechend, das sind alles Muslime. Und unser Prophet war kein Analphabet. Also du siehst ja, in dieser Quelle wird Mohammed auseinandergenommen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, oder? Lass ich mal so durchgehen, ja. Okay, ich meine in dieser Quelle, wir lesen ja nur diese Quelle, da siehst du ja, Mohammed wird von Jibril auseinandergenommen. Sind wir uns da einig? Ja, machen wir es, ja. Okay, du als Schia, wenn du sowas lesen tust, was sagst du denn dazu? Ich lehne diesen Hadith sowieso vollkommen ab, Okay, die Sunniten sagen aber, Alhamdulillah, Mohammed hat die Offenbarung von Jibril erhalten. Aber der wurde aber in dieser Höhle erniedrigt. Was machen wir da? Er hat die Offenbarung von Jibril a.s. erhalten. Das stimmt 100%, aber nicht auf diese Art und Weise. Also nicht in Form von Gewalt. Nicht in Form einer Gewalt. So, also welcher der Geschichte es war, weil wir könnten jetzt X-Faktor spielen. Geschichte entspricht die Wahrheit? Ganz kurz, bevor er überhaupt zum Propheten wurde, war er ja davor Händler und alles Mögliche. Das heißt, er muss doch wenigstens lesen und schreiben. Weißt du, was ich meine? Laut Schia konnte er lesen und schreiben. Er war kein Analphabet, auf gar keinen Fall. Okay. Er war kein Analphabet. Wow. Also welche der Geschichte ist jetzt wahr? Also glaube ich jetzt an einem Jibril, der Mohammed gewürgt hat in der Höhle und auseinandergenommen hat? Ja? Oder glaube ich an die schiitische Quelle, wo Mohammed plötzlich lesen und schreiben kann? Welche Quelle ist jetzt wahr? Dementsprechend, guck mal, das ist letztendlich dein Problem, weil Glaube ist Interpretationssache, genauso wie ihr Spaltungen habt im Christentum und Sachen anders. Wir haben keine Spaltung im Christentum. Doch, natürlich, es gibt ja verschiedene Richtungen. Die Bibel zeigt uns das nicht. Ja, aber es gibt ja Orthodoxen und Katholiken. Genau. Wir sind den Christus genauso nicht zerteilt. Ja, aber ihr habt ja auch dementsprechend andere Auffassungen von gewissen Worten. Es gibt verschiedene Lehren. Aber Christus war nie zerteilt. Das lesen wir in 1. Korinther 1, 12. Hebräer 16 lesen wir das ebenfalls. Ja, aber Paulus, ganz kurz, diese Gemeinde warnt und sagt, hey, hört auf, innerhalb der Gemeinde zu spalten. Ja, aber das sagt Paulus selber. Flex, du kannst Sahih Bukhari nicht mit dem Koran und nicht mit der Bibel vergleichen, weil das sind Werke, die angesammelt wurden. Ich habe nie gesagt, dass die Bibel mit dem Koran identisch sind, habe ich nein, nie nein, gesagt. Nein, 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 ich meine allgemein, also auch Sahih Bukhari ist kein Buch wie der Koran oder wie die Bibel. Weißt du, was ich meine? Sahih Bukhari ist ein Werk von Menschenhand gemacht. Das, okay, das ist wie Stille Post spielen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, also, die Sunniten sind irregeleitet. Nee, warum? Bruder, ganz kurz. Ich gehe da mit den Schiiten mit, sage ich dir ehrlich, aber nicht jetzt auf keinen Fall wegen irgendwie Hass oder irgendwas. Ich gehe mit den Schiiten damit, dass sie sagen, ey, die Hadithen und das, was die da erzählen, das ist, was jetzt der Bruder hier in Adam sagt, da gehe ich mit denen mit. Das ist schon großer Schwachsinn. Nochmal Thema Koran ist nochmal eine andere Sache, aber das andere ist wirklich Schwachsinn, ne? Das ist ja von Menschenhand gemacht. Für uns das einzige, was perfekt ist, ne, als Buch, das einzig perfekte Buch für uns ist der Koran. Alles andere kann nicht perfekt sein. Alles, was von Menschenhand gemacht wurde. Ja gut, du bist Schiite, du verwirfst ja sowieso diese Sunniten. Kann nicht perfekt sein.
Das ist das, was du halt verstehen musst. Du kannst auch nicht mit Sunniten debattieren und ihnen sagen, ja, in deinem Sahih Bukhari steht das, das, das und das drin. Das ist nicht der Koran. Nein. Wenn du einen Muslim wirklich... Der Koran. Aber ist der Koran nicht Sunna? Der Koran, ja, aber was bedeutet denn Sunna? Ja, Sunniten bezeichnen, also Sunna, beispielsweise Muslime bezeichnen sich, also die meisten bezeichnen sich ja als Sunniten. Kannst du ja die das Wort Sunna erklären? Ich lebe auch als Schiite nach der Sunna. Was bedeutet denn die Sunna? Ganz kurz, ganz kurz. Sie nehmen, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Hadith betrachten, da die Hadithe sind ja die Überlieferungen von Mohammeds Leben. So, von ist so über Mohammeds Leben, ja, weiter überwiegend. Genau, so. Und wenn Sie diese jetzt, wenn Sie diese jetzt verwerfen, woher sollen die Muslime über das Leben von Mohammed Bescheid wissen, wenn diese Hadithe jetzt nicht gibt? Es gibt natürlich Hadithe, die sind konform, es gibt Hadithe, die sind im Koran nicht überein, stimmen einfach im Koran nicht überein und die lehnt man ab, fertig. Die sind dann da. Der Koran ist perfekt. Alles andere. Hast du gesagt, dass der Koran perfekt ist? Ja. Okay. Dann eine kurze Frage. Bist du sicher, dass der Koran perfekt ist? Natürlich. Also okay. Ich bin überzeugt davon, auf jeden Fall. Okay, kein Problem. Kein Problem. Guck mal, ich gehe sogar mit dir mit. Ja? Ja. Ist Jibril ein Engel? Jibril alaihi salam ist ein Engel, ja. Okay, wo steht im Koran, dass Jibril der Engel ist und der Engel Jibril ist? Wo steht das denn? Es ist ja, guck mal, Marwan, ich gehe mit dir mit. Du hast gesagt, dieses Buch ist perfekt. Wenn dieses Buch perfekt ist, dann schauen wir mal, ob dieses Buch wirklich perfekt ist. Ne? Ich gehe mit dir mit sogar. Sofort, eine Sekunde. Kein Problem, kein Problem. Gabriel wird sogar in 3 Versen erwähnt. Ich kann dir mal ganz kurz... Kein Problem, gerne, gerne. Ich gehe mit dir mit. Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Ja. Ist auch traurig wieder. Die Schiiten haben eigentlich auch eine Verfolgung durchgemacht und machen eine Verfolgung von den Sunniten auch durch. Und trotzdem halten sie an diesen ganzen wirklich Schwachsinn fest. Weißt du, wie viele Schiiten von der IS abgeschlachtet wurden, TikTok-sportlich? Unfassbar. Auch heute sehen wir, die hassen die Schiiten so sehr, dass sie sich sogar mit den Juden zusammen verbinden, um die Schiiten zu stoppen. Guck dir das mal an. Guck hier, was für ein Hass der Engel, seinen Gesandten Jibril und Mikael Feind. Also er erwähnt schon, dass es der Engel ist. Okay, kannst du mir sagen, wo drin steht, dass der Jibril der Engel ist und der Engel Jibril ist? Wo steht das denn? Hier, ich lese dir doch gerade vor, das ist Sure. Okay, gib 2. mir die Sure, dann lesen wir es gemeinsam, dann kann ich dir zeigen, dass es nicht so ist. So, gib mir mal bitte die Sure. Warte, ich gebe dir beide Suren gleich, es sind 2 Verse, deswegen, wo Jibril erwähnt wird. Gib mir eine Sekunde. Also gib mir erstmal den einen und dann machen wir den zweiten. Vers 97 und 98. Okay, machen wir gleich zusammen, ist doch kein Problem. So, du hast gesagt 97, 98? Genau. Okay, das lesen wir zusammen. Du kannst sehr gut Deutsch, oder? Natürlich, richtig gutes Deutsch. Okay, alles klar. Dann lesen wir mal 97 vor. Dann werde ich dir beweisen, ja, dass wir hier ein Riesenproblem haben. Also, wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in deinen Herzen oder Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wir wissen immer noch nicht, ob Jibril ein Engel ist. Ja? Im nächsten Vers wird Engel erwähnt. Okay, jetzt lesen wir. Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten, der Gesandt kein Engel, und Jibril, das sind 3, die voneinander getrennt sind. Wir lesen einmal Engel, und seinen Gesandten und Jibril. Wenn du jetzt sagst, ja, aber damit ist Jibril gemeint, dass er der Engel ist, dann ist der Gesandte ja auch ein Engel. Okay. Und dafür gibt es. Und der Gesandte ist kein Engel. Das sind 3, die voneinander getrennt sind. Was? Und dafür gibt es einen Tafsir. Okay, okay. Also braucht der Koran jetzt einen Tafsir. Das heißt also, der Koran ist doch nicht perfekt. Doch, der Koran ist perfekt. Also bestätigst du, dass der Koran nicht perfekt ist? Doch, der Koran ist perfekt, aber... Nein, du hast gerade eben vor 600... Ganz kurz, immer mit der Ruhe. Bitte. Du hast gerade eben bestätigt, dass der Koran nicht perfekt ist, weil der Koran braucht die Tafsir, weil ohne Tafsir
ist der was Koran ist ein am Ende. Was ist ein Tafsir? Eine Erklärung zu diesem Vers. Eine Deutung vom Koran. Eine Deutung, so. Und dieser Tafsir, ganz gut, dieser Tafsir, wer hat diesen Tafsir geschrieben? Es gibt viele, es gibt nicht nur einen Tafsir, es gibt 10 Tafsire, es gibt 10 verschiedene. Genau, und welchen Tafsir nehmen wir? Such dir einen aus. Okay, Ibn Kathir, richtig? Ibn Kathir, halt nichts von, aber ja, okay. Gerne. So, jetzt beweise ich dir, dass der Koran doch nicht perfekt ist, weil die Tafsire wurden 150 bis 300 Jahre später geschrieben. Das heißt also, der Koran ist nicht perfekt. Aber warte, was verstehst du? Aber warte mal, was hat denn der Tafsir mit dem Koran an sich zu tun? Guck mal, das ist wie bei euch Christen. Es gibt einfach Menschen, die studieren im Islam und die studieren den Koran und dementsprechend ziehen sie Fazite daraus. So, guck mal, dann erkläre ich noch was, an was wir Schiiten glauben. Wir Schiiten glauben sowieso, dass das vollste Verständnis des Korans erst kommt, wenn der Erlöser kommt. Das heißt, zuerst kommt Isa, alaihissalam, Isa al-Masih, natürlich der Erlöser, und danach kommt Mahdi, alaihissalam. Und dementsprechend mit der Ankunft von Imam al-Mahdi wird... Marwan, wir schweifen komplett vom Thema ab. Nein, wir schweifen nicht vom Thema ab. Guck mal, weißt du, was du gerade versuchst, Flex? Und das feiert. Nein, Marwan, ich bin klar und deutlich in meiner Wortwahl. Nein, ich finde das so faszinierend an dir, wie du Worte einfach in einen Mund umdrehst. Die 90% der Menschen wissen gar nicht, was ein Tafsir ist. Ich zeige dir, dass ich, guck mal, keine Panik in der Titanic. Es gibt genug Wasser für alles. Alles okay. Voll entspannt. Guck mal, Marwan, ich bin sehr respektvoll mit dir. Ich gehe dich nicht an, ich mach dich nicht fertig, sondern es geht darum, ich will nur, dass du... Hast auch keinen Grund dazu. Dann lass mich doch wenigstens reden. Du sagst ja, ich füge Worte in deinem Mund hinzu. Ja, natürlich. Du hast aber gerade eben vor 700 Leuten bewiesen, dass der Koran nichts ist ohne den Tafsir. Doch, natürlich. So, wenn wir jetzt den Tafsir nehmen, du musst mir gut zuhören, wenn wir jetzt den Tafsir nehmen, dann ist es nicht mehr Kalam Allah, weil Ibn Kathir, Jalalain diesen Tafsir geschrieben haben. Und das war viele Jahre später. Also ist der Koran nicht perfekt. Schreiben, wenn ich will heute. Du kannst einfach, wenn du wirklich den akademischen Grad hast, tamam, den akademischen Grad und das vollste Verständnis, dann kannst du auch ein Tafsir schreiben. Okay, das heißt also, alle Bibelverse easy versteht. Hallo Marwan, wir sind nicht bei der Bibel. Gerade. Ich will nicht aus Marwan, du, Marwan, ja, Marwan, bitte. Marwan, bitte. Hier, Marwan, 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 wir rennen nicht zur Bibel. Du hast gemerkt, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Das merkst du selber. Das weißt du auch. Aber du beantwortest meine Frage. Wenn der Koran perfekt ist, wozu braucht der Koran Tafsire? Für die Bibel brauchen wir nicht nochmal ein extra Buch, um die Bibel zu verstehen. Sondern verstehst du die Bibel einfach so? Selbstverständlich. Wir brauchen verstehst du jeden Vers oder jeden Satz? Ist nicht alles einfach, aber man liest es mehrmals. Ja, um es zu verstehen. So kannst du auch den Koran verstehen. Nein, okay. Und wo steht hier, dass Jibril der Engel? Der Tafsir ist eine Erleichterung. Der Tafsir ist eine Hilfestellung vom Koran. Okay, und wer hat den Tafsir geschrieben? Es gibt verschiedene Menschen, die einfach dazu befugt sind. Ist der Tafsir, sind die Tafsir Kalam Allah? Darf ich mal ausreden, Alter? Ja. Komm, du sagst zu mir die ganze Zeit, du willst ausreden. Komm, drop ich einen halben Satz, fällst du mir ins Wort, Alter? Hast du Schaden oder was? Das war Spaß beiseite. Du redest mir hier von Respekt und bla bla bla. Du disrespektest mich doch die ganze Zeit. Komm mal ein bisschen runter. Wenn du Hass schürst gegenüber dem Islam, kann ich nichts dafür. Ich bin sehr korrekt dir gegenüber. Ich bin extrem korrekt dir gegenüber. Warum bist du so emotional? Ich bin nicht emotional, weil du die ganze Zeit sagst, sehr emotional. Ich halte meine scheiß Klappe, TikTok sportlich an der Stelle. Und wenn ich rede, Dicker, dann fällst du mir ins Wort jedes Mal. Was soll das? Ja, aber sei nicht so emotional. Ja, dann fall mir nicht verdammt nochmal ins Wort. Dann ist alles gut. Alles gut. Sei nicht so emotional. Dann nochmal. Ein Tafsir ist eine Hilfestellung und jeder Mensch, der dazu befugt ist, kann auch 2000 Jahre danach sein. Es kommt auf deinen Grad an, je nachdem, wie belehrt du bist. Und ich muss nicht jeden Tafsir annehmen. Muss ich nicht. Ich kann natürlich auch nicht aussuchen und sagen, okay, der passt mir, weil da drin steht, was ich will. Nein, man muss das natürlich gut ausstudiert haben und dementsprechend einfach dann auch den Koran verstehen. Ich selbst kann den Koran ohne Tafsir eventuell verstehen, wenn ich ihn mehrmals lese. Aber es gilt nicht für jeden.
weil dir einfach ein Verständnis fehlt. Es gibt genau, guck, okay. es gibt Zeilen, wie gesagt, auch in der Bibel. Ich kenne wenig Menschen, die die Bibel gelesen haben. Ich habe sehr viele christliche Freunde, die auch sehr gläubig sind. Deswegen bin ich auch voll cool damit. Sie selbst sagen, es gibt Hilfestellungen, es gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Punkt. Ist sowas vollkommen Menschliches. Wir sind Menschen. Ich wiederhole mich. Einziges Mal noch. Bitte sehr. Frag dich und Janni, bitte entstummt euch mal alle beide. Na klar. Okay. Marwan, bitte stumm dich ganz kurz. Okay. Ja. Janni, du musst dich entstummen. Du bist gestummt gerade. Alles gut. Also Leute, wir sind Omni. Wir verstehen, okay, wir haben keine Ahnung, was wir lesen. Auch wenn wir Briefe erhalten, wir haben keine Ahnung. Wenn da steht der 15., dann ist es komischerweise der 16. Aber weißt du was? Wir sind Omnis. Okay, wir bleiben mal dabei. Ich lese euch, Janni, und frag dich, ich lese euch was vor und ihr sagt mir, was ihr verstanden habt. Marwan, bitte stumm dich ganz kurz. Nee, ich will mich kurz verabschieden an der Stelle, weil du machst gerade wieder eine richtige Comedy-Show draus. Okay, dann Marwan, dann hat's keinen Wert. Okay. Du ziehst halt. Alles gut, dann raus. Janni, guck mal, ich lese euch beide vor. Raphael, Janni, frag dich, entstummt euch mal alle, ich lese euch das mal vor. Sing, meine Brüder. Jetzt hört mal alle zu. Ich fange bei Raphael an. Ich will wissen, was Raphael sagt. Okay? Okay. Wer Allah und seinen Engel und seinen Gesandten und Jibril. So. Und Michael. Woher sollen wir jetzt in diesem Text heraushören, dass Jibril der Engel ist, wenn nach Engel sogar Gesandter kommt? Also das heißt, der Gesandte ist jetzt auch ein Engel oder wie? So, jetzt Raphael, was sagst du dazu? Ich bin ehrlich. Da werden auf jeden Fall Differenzen gemacht. Dankeschön. Also ganz klare Differenzen aus dem Grund. Klare Differenzen. So, und jetzt an Janni. Ja, ich habe das auf jeden Fall so aufgefasst, dass es nacheinander geäußert wird. Das heißt, separiert voneinander, ganz logisch. Okay, super. Und jetzt frag dich, was sagst du dazu? Oder nur ehrliche Antwort. Ich will nur ehrliche Antwort. Ja, ganz ehrlich, voll so durch. Ehrliche Antwort. Durcheinander, passt alles irgendwie nicht mit rein irgendwie. Die Mohammed, Jibril, sein Gesandter, Bruder, durcheinander. Ganz ehrlich, also wirklich jetzt, also vom Herzen her, einfach komplett durcheinander. Ich weiß jetzt auch nicht, was man jetzt damit sagen will jetzt, also verstehe ich überhaupt nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Guck mal, wir greifen ja niemand an, aber das ist voll ein Salat. Und dann, guck mal, Leute, damit ihr versteht, warum wir diese Aufklärung machen, es geht darum, Seelen zu retten. Ja, es geht darum, meine Geschwister und Brüder vor sowas zu schützen. Ja, das heißt also, wenn sie kommen und euch Honig in den Mund schmieren, ja, sollt ihr wissen, was in deren Schriften drinne steht. Darum geht's mir, Leute. Und deswegen mache ich 50-50. Er ist reingekommen, er ist respektvoll, alles gut. Er war ein bisschen emotional, okay, und er hat sich gleichzeitig auch selber widerlegt, ja. Ich wusste, dass er mir diesen Vers gibt, weil dieser Vers, das sind ganz klare Differenzen. Der Gesandte ist nicht der Engel, ja, und hier steht auch nicht drin, dass der Jibril der Engel ist. Das sind Differenzen. Das ist ganz einfach zu verstehen. Oder? Jeder, der die deutsche Sprache versteht, versteht den Text auch. Da müssen wir hier keinen Freestyle machen und sagen, ja, aber guck mal, da steht doch vor ihm Engel und. Nein, wir müssen es verstehen, um was es hier geht. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Dunkelheit aufdecken können. Leute, ich meine das ernst. Amen, Amen. Und dann kommen sie mit, ja, kannst du Arabisch lesen? Ja, Allah hat euch nur die Sprache auf Arabisch herabgesandt, dass nur ihr es versteht und alle anderen können es nie verstehen. Wow, was ein toller Gott. Richtiger Omnigott, ja. Eigentlich, ein Gott möchte, dass man seine Worte versteht in jeder Sprache. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und deswegen dienen wir den wahrhaftigen Gott. Amen. 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 Bruder, Amen. Ich hätte eigentlich gerne, also Marwan, wenn er noch da ist, er war maximal respektvoll. Und wirklich auch sehr nett, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich hätte gerne Marwan noch ein paar Worte eigentlich mitgegeben, lagen mir so am Herzen. Marwan, wenn du noch da bist, hör mir jetzt gut zu, Bruder.
Ich bin Ex-Moslem, Sunni. Ich bin jetzt kein krasser Moslem gewesen, aber 90% sind das auch nicht. Ich kann dir nur sagen, was Schia angeht. Bruder, wir haben euch nie als Teil vom Islam gesehen oder irgendwie als Moslems euch gesehen. So, das musst du wissen. Und ich weiß nicht, du weißt es auch ganz bestimmt, und ich weiß nicht, wie du sowas folgen kannst. Du weißt ganz genau, wie viele Schiiten wirklich auch verfolgt werden und komplett ab, ne, TikTok sportlich, ja, kalt gemacht werden. Also ich bin auch tatsächlich ehrlich, Schiiten finde ich definitiv viel, viel respektvoller. Ich hatte auch noch nie mit einem Schiiten debattiert, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, weil die sind ganz anders, also bin ich ganz ehrlich, die sind ganz anders. Also ich habe noch nie einen Schiite gesehen, der irgendwie, keine Ahnung. Also Schiiten sind da ein bisschen anders, die sind viel entspannter und ich habe auch das Gefühl, die sind auch viel respektvoller. Aber ja, auch das, was die da zeigen. Hallo, so, guten Tag. Ganz kurz, ich glaub, das kann ganz man kurz, nicht so Melle. Ganz kurz, Melle. Janni, Bruderherz, willst du noch was sagen, Bruder? Weil ich möchte mehrere Muslime hoch. Ja, ich danke dir. Erst einmal offiziell nochmal Hallo, Shalom und Gottes Segen in unserem Herrn Jesus Christus. Und danke, dass ich jetzt oben sein durfte. Und erstmal und auch nochmal offiziell, Mohammed ist natürlich nicht mein Prophet, wird es auch nie sein. Nur Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ja, und so folgendes. Ich habe eine Frage bezüglich unseres Glaubens. Aber wenn das jetzt den Rahmen sprengen würde, verstehe ich völlig, dann würde ich dir eine Nachricht schreiben bei TikTok oder so. Komm, stell noch mal eine Anfrage, Bruder Herz, und dann können wir diese Fragen, weil ich werde sowieso gleich das Evangelium verkünden. Ich will jetzt nur kurz die Leute noch mit denen reden und dann. Na klar, genau. Da gehe ich jetzt mal runter. Okay, danke. Alles klar, Bruder Herz. Okay. Dafür hast du an jetzt. So, ganz kurz, Melek, Rab und Official, seid ihr alle Muslime? Ich bin Sunnitin, aber ich sage, ich mache das auf meine Art und Weise. So, also ich bin so ein bisschen am Zweifeln, was die Hadithen angeht. Deswegen beschäftige ich mich mit den Hadithen auch nicht. Okay. Von vielen Moslems kriege ich deswegen auch, also ich werde deswegen auch fertig gemacht, wie kannst du das hinterfragen oder sonst was, aber ich denke halt, dass jeder Glauben auch für sich ist und dass man auch in jedem Glauben selber nachdenken muss, egal ob es jetzt der Buddhismus, das Christentum. Darf ich dir was sagen, Melle? Ja, gerne. Ja, du denkst genau richtig, weil ja, tatsächlich, die Sachen sind sehr fragwürdig. Also, ich sag dir ehrlich, jemand, der einen sauberen, sagen wir mal, Verständnis hat, ja, oder beispielsweise Gehirn hat, der da mitdenken tut, was da wirklich drinne steht, das sind ja sunnitische Quellen, ja. Und du bist ja Sunnitin, ne, und wenn du diese Dinge lesen tust, wie fühlst du dich denn, Melek? Bist du Türkin oder bist du Araberin? Nein, also mein Vater ist Türke. Ich bin atheistisch groß geworden und habe mich irgendwann für den Islam entschieden. Ich habe auch vom Christentum, also die Bibel habe ich auch gelesen und bis heute kann ich noch das Vaterunser. Melek, darf ich dir nur kurz was sagen? Es tut mir mega leid, wenn ich dich unterbreche. Alles Hast gut. du einen Computer oder ein zweites Handy da? Ja, habe ich. Okay, darf ich dir eine Quelle geben, die du eventuell aufschlagen kannst und das mal vorlesen kannst? Ich kann mir das gerne alleine durchlesen, weißt du? Also ich mache das nicht gerne in Livestreams, wenn du damit kein Problem hast. Aber du kannst mir die Quelle gerne geben, weil ich sag mal so, ich respektiere jeden Glauben in jeglicher Form. Und finde es schön, dass die Menschen überhaupt einen Glauben finden, welcher halt für sie am besten ist, am verständnisvollsten ist oder wo sie am besten sich, also am wohlsten fühlen. Ich finde, dann ist es auch der richtige Glauben für sie. So, also ich sag ja, ich bin, was den Islam angeht, ich glaube an den Koran und alles andere blende ich so mehr oder weniger aus, weil ich halt sage, da gibt's zu viele Sachen,
die irgendwie fehlinterpretiert werden können. Ja, und man sollte sich, egal in welcher Religion, mit seinen Gedanken beschäftigen. Also ich denke nicht, dass man alles immer eins zu eins lesen sollte und dann sagen, ah, oh, so verstehe ich das. Aber Melek, dann bist du keine Sunniten mehr, dann bist du Koranitin. Ja, also wir sind von unserer Geburt her sind wir Sunnis, weißt du? Du kannst ja auch, viele sagen ja auch zu mir, so wie ich rede, hört sich an wie eine Alevitin, weißt du? Aber ich gehe nach dem, was meine Familie mir mitgegeben hat, weil mein Opa, der war Sunni, seine Schwester ist auch beim in Mekka gewesen, ja, und also hat Hajj gemacht. Und ich sag halt, jegliche Form von Glauben finde ich richtig, für jeden Einzelnen. Also ich würde nie irgendwas vom Christentum hinterfragen oder sonst wie. Also in jeglicher Religion kann man Sachen falsch verstehen. Ne? Weißt du, was mir an dir gefällt? Du bist sehr respektvoll. Ja, das sollte man auch sein. Ich erlebe es ja selber. Ich könnte dir die ganze Zeit zuhören. Du bist sehr respektvoll. Deswegen bin ich auch gerade ganz gechillt, weil du sehr, sehr, sehr respektvoll bist. Das ist der Wahnsinn. Also die meisten kommen mit ganz viel Aggression hier rein. Warum? Ich kläre darüber auf. Ja, ich bin manchmal, ich kann hart sein. Es ist einfach so, weil ich kann den Sohn des Teufels nicht oder beispielsweise den Teufel nicht akzeptieren. Ja, das geht einfach nicht und deswegen muss man darüber einfach aufklären. Und ich finde das äußerst krass, dass du sehr, sehr respektvoll bist. Du bist ganz entspannt, ganz in der Ruhe, du bist sehr in der Ruhe und das ist gut, finde ich gut. Ja, danke schön, das ist ganz lieb von dir. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt sehr viele Brüder und Schwestern von mir, die auch mir gegenüber sehr aggressiv sind, wenn ich gewisse Sachen anspreche und mein Denken den versuche zu vermitteln, dann heißt es gleich, ah nein, das ist nicht so. Aber was ich halt auch immer wieder sage, weil sie sagen, ja, der Prophet hat gesagt. Ich sage immer, ja, wo steht das denn im Koran? Ja, also ich hinterfrage das. Warum sagst du immer, der Prophet hat gesagt? Warum sagst du nicht, im Koran, in der Sure so und so steht das und das? Na, also weil diese Berufung auf den Propheten, finde ich, das ist ja dann schon ähnlich, wie die Christen es mit Jesus machen. So, aber es wird verurteilt, weißt du? Und das finde ich halt, man sollte irgendwie ein Verständnis für jegliche Religion haben. Ich weiß, dass es sehr viele Muslime gibt, die nicht dazu in der Lage sind. Aber ich denke halt auch, dass da vielleicht halt die Bildung irgendwie auch fehlt. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Ich hoffe auch nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. Aber ich denke, dass da in weiten Dingen halt auch einfach die Bildung fehlt. Ne? Weil man soll nicht immer alles eins zu eins nehmen, sondern man soll auch selber über seine Religion nachdenken und fragen, hey, wie ist das jetzt gemeint? Ne? Also was mich auch interessiert, das ist so eine ganz spezielle Frage, einfach mal, glaubst du, dass dein Prophet jemanden umgebracht hat, ja oder nein? Also ich sag ja so, ich habe mich mit diesen ganzen Hadithen und mit diesen Lebensgeschichten nicht auseinandergesetzt. Also deswegen kann ich schwer was dazu sagen, weil im Koran wird es halt nicht festgehalten. Also würdest du sagen, oder besser gesagt, würdest du sagen, er ist der Perfekte? Weil die Muslime sagen ja, Mohammed ist perfekt. Also, wenn man laut den Hadithen geht, gibt es wohl sehr viele Fehler, würde ich mal sagen. Aber ja, also im Koran wird er sicher wesentlich besser dargestellt. Ja, werde ich dir auch sagen. Ja. Über die Hadithen. Und das ist deswegen, weil ich halt daran sehr, sehr zweifle und auch meine Brüder und Schwestern immer wieder darauf hinweise, ja, guck mal zum Beispiel, ich bin Tätowiererin und es gibt Hadithen, wo ganz aggressiv darüber geredet wird, dass Tätowierer, die auch, also beziehungsweise es sind keine Hadithen, sondern es war irgendein Gelehrter, der irgendeinen Müll erzählt hat und die berufen sich auf diesen Müll. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel... Ganz kurz. Aleju und Sorodes, bitte beide nicht streiten, ihr seid Brüder im Glaube.
Ganz kurz, ich muss das ganz kurz stoppen. Alle Ju und Sorodes, bitte nicht streiten. Ihr seid Brüder im Glaube. Was ist los mit euch, Mann? Was streitet ihr hier im Chat? Hallo, alle Ju und Sorodes, hört auf zu streiten. Streiten die gerade oder machen die Spaß? Ach so, oh, die machen Spaß. Ich dachte, die meinen das gerade ernst, weil ich sehe das gerade. Okay, Melek, tut mir leid jetzt. Ja, und dann sage ich halt immer, also wenn es tatsächlich so wäre, dass jetzt Tattoos haram wären, warum steht das nicht im Koran? Warum steht es nicht in der Bibel oder sonst was? Denn Tattoos gibt es noch vor allen Weltreligionen. Ja? Und da zweifle ich dann zum Beispiel an solchen Sachen, wo irgendwelche Gelehrten irgendwas erzählen. Und habe auch tatsächlich schon mit Hodges darüber geredet, die dann auch mehr Verständnis dafür aufgebracht haben. Also ich gehe mal davon aus, wenn du dich jetzt wirklich mit Gelehrten unterhältst, die auch irgendwo ein bisschen Verstand haben, dann wirst du da auch viel sensiblere Menschen haben, die auch mit einer Offenheit auf dich zugehen. Aber wenn wir jetzt wirklich von Kindern und Schwestern ausgehen. Ganz kurz, da muss ich dich nur ganz kurz unterbrechen. Also wir hatten tatsächlich einen Imam hier drin gehabt, nicht nur einen, sondern einige. Und ein Imam, der einen Sahih-Hadith ablehnt von seinem Herzen, ist in dem Moment, ja, wie sagt man das, ein Mushrik. Er ist ein Käfer. Du kannst nicht einfach so Sahih al-Bukhari ablehnen und sagen, nein, das nehme ich nicht an, das widerspricht dem Koran. Weil wir ihnen ein Vers gegeben haben, der den Koran widerspricht. Ja, ja, aber warum? Und dann hat er gesagt, nein, das nehme ich nicht an, das widerspricht den Koran. Ja, also, Kerle, dann ist deine Lehre eine falsche Lehre. Das ist klar und deutlich. So sehe ich das mit den Hadithen. Also sage ich dir, wie es ist. Ich sehe es so, weil sie widersprechen dem Koran. So einfach. Schalt deinen Kopf ein, denk ein bisschen menschlich nach und ja, dann wirst du es auch auf eine Art und Weise verstehen, die für dich richtig ist. So einfach. Genau, aber Melek, das ist doch ein Zeichen, dass du vielleicht irgendwann mal wach wirst und verstehst, dass dieser Glaube auf jeden Fall fehlgeleitet ist. Nein, also, total fehlgeleitet. Ich habe für mich, sag ich dir, ich habe ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt und deswegen habe ich mich dann mit dem Koran, ich werde es jetzt nicht ins Detail sagen, ich habe mich mit dem Koran dann am meisten befasst. Es hat mir sehr, sehr geholfen. Ja, und es gab immer wieder Sachen. Wo ist die Liebe im Koran? Wo ist die Nächstenliebe im Koran? Wenn du sagst, du hast dich extrem damit befasst, gehe ich mal davon aus, dass du es gut gelesen hast. Wo ist denn die Nächstenliebe im Koran? Zum Beispiel Sure 56, Vers 17. Komplett mal bis Ende lesen. Sure 78, Vers... Alle einzelnen Zeilen aus der Sure werden... das Problem ist, viele lesen eine Zeile und sagen, das und das ist gemeint. Und so ist das. Aber wenn sie... Also die ganze Sure hängt miteinander zusammen. Und dann... Kannst du auch begreifen, um was es geht. Das verstehen viele nicht. Die ziehen sich eine einzelne Zeile raus und sagen beispielsweise, ja, der, es heißt, du darfst mehrere Frauen haben. So, aber wenn du jetzt die nächste Zeile liest, dann wird das eigentlich dir schon wieder den Gar ausgemacht. Okay, Melek, eine Frage. Ich stelle dir mal diese Frage, das, was du sagst, ist nicht richtig. Ich kann dir auch sagen, warum. Wenn wir die Hadithe nehmen, wenn du ja sagst, du bist Sunnite, wenn wir die Hadithe nehmen, so, wenn du im Paradies widerspenstig bist, bei deinem Mann, den du mal in Zukunft haben wirst, er wird in Jannah sehr viele Huris haben. Oh, mit schwellenden Brüsten und wunderschöne große Augen. Das haben wir. Wir haben Sahih al-Bukhari, wir haben Sahih Muslim, wir haben ganz, ganz viele Quellen, die das zeigen. Mit ganz, ganz viele schöne, schwellende, ja, du weißt schon, und sie werden transparent sein und all diese Dinge, das finden wir in den Hadithen. Ich werde das auch gleich aufschlagen, ist kein Problem. So. Dein Mann bekommt so viele Frauen im Paradies. Meine Frage an dich, was bekommst du denn
im Paradies. Also dein Mann kriegt sehr viele Frauen. Was kriegst du aber? Ich würde sagen, dadurch, dass es nicht erwähnt wird, denke ich, dass wir noch mehr kriegen. Also deswegen, ich bin, bei mir ist es sehr schwer. Also muss ich dir wirklich sagen, Flexer, ich beschäftige mich ja nicht mit den Hadithen. Und deswegen werde ich ja verurteilt. Und deswegen kann ich zu den Hadithen auch tatsächlich nichts sagen, weil ich sie nicht in dem Sinne anerkenne wie die meisten Moslems. Also ja, das kann ich dir nur sagen. Weißt du, ich find's cool, was du, ganz kurz, ich find's cool, was du machst und respektiere das auch, ja. Und ich würde mir halt wünschen, für jeglichen, also jeden einzelnen meiner Brüder und Schwestern, dass sie irgendwo auch offener für jegliche Formen sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie diesen Glauben annehmen müssen, aber sie sollen dich auch nicht dafür verurteilen, dass du hier dich hinstellst und dass du halt auch Sachen hinterfragst. Das ist völlig verständlich, finde ich auch richtig und sollte eigentlich auch jeder Moslem machen. Aber viele verstehen das nicht, viele begreifen das nicht. Und deswegen, also ich finde das völlig in Ordnung, was du machst. Und auch jeder Einzelne, der hier einen Chat schreibt oder der hier mit debattiert, größten Respekt an euch. Ja, ich wollte es nur noch mal so ein bisschen anschneiden, dass ich halt nicht zu diesem also Menschen... Also dann, danke, Melek. Danke, Melek. Und ich würde dir empfehlen, lies bitte die Bibel und dann wirst du auf jeden Fall verstehen, um was es wirklich geht. Ja, ich sag ja, die Bibel habe ich gelesen, damit wurde okay. Ich mehr oder sag weniger mal, dran. Sag mal das Vaterunser. Ah, warte mal, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns nicht unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen, Amen. Amen. Also deswegen, ich kann es immer noch. Es ist jetzt kein Glaubensbekenntnis. Es ist auch nichts Negatives. Ich konnte auch damals irgendwelche Gebete vor dem Essen, das kann ich aber nicht mehr. Aber du hast zwischendurch, was Falsches gesagt. Ich glaube, du hast irgendwo gesagt, nicht komme oder egal. Aber okay, hey, ja, uns führe uns nicht in Versuchung. Ja. Ein Satz habe ich vielleicht mal so ein bisschen falsch gesagt, aber ich hoffe... Zwei Fehler hattest du, Gottes Segen mit dir. Zwei Fehler hattest du. ist schon lange her. Aber meine Oma hat es geliebt, wenn ich es gesagt habe. Also deswegen, meine Oma war halt schon so, die hat auch Ikonen gemalt und all sowas. Also deswegen, ich habe einen Respekt vor jeglicher Form von Religion. Melek, vielen Dank, ganz viel Liebe an dich, aber ich würde dir trotzdem empfehlen, lies bitte das Neue Testament und fang ab Johannesevangelium und dann wirst du verstehen, um was es wirklich geht. Ne? Aber ansonsten, nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ganz, ganz viel Liebe. Ja. Na, schönen Tag euch noch. Ebenfalls, ciao, ciao. Okay, Rab, hallo, Rab. Hallo. Ich heiße Einen wunderschönen guten Tag, wie geht's dir? Guten Tag, mir geht's gut. Bist du Moslem oder Christ? Ich bin Moslem. Okay, was bringt dich denn heute hierher? Na, ich wollte wegen Frage dich. Er meinte ja irgendwie, Sunniten, die haben so Hass auf Schiiten und so, ne? Also alles okay. Das Thema ist jetzt, das ist ja, das ist wieder was ganz, ganz anderes. Die Frage ist, was bringt dich denn heute hierher? Bist du jemand, der auf der Suche ist, der sagt, hey, du hinterfragst deinen Glaube oder wegen was bist du denn da? Du sagst ja immer so, Jibril ist, wird nicht gesagt, dass er im Koran ein Engel ist, ne? Ja, wo wird es denn erwähnt? Ja, lassen wir mal kurz Jibril und gehen wir mal zur Bibel. Wo wird gesagt, warum dass hast du, Jesus hast du, ist? Hast du Angst? Hast du Angst, dein Islam zu verteidigen? Nein, ich habe keine Angst. Okay, hast du Ahnung über deinen Glaube? Ich habe Ahnung über meinen Glaube. Ich habe auch. Okay, warum möchtest du dann zur Bibel springen? Ich will ja auch was von der Bibel zeigen. Du zeigst ja von
Koran hast und ich Okay, will kein Problem, stell die Frage, ist doch gar kein Problem, stell die Frage. Zeig mal Lukas 1924, glaube ich, war das. Okay, kleinen Moment. Oh nee. Was steht denn in Lukas 1929? Alle Jewish, küsst dein Herz, Bruder. Da steht, dass Jesus ein Prophet ist. Von Nazareth, glaube ich. Lukas, was? 19? 24, glaube ich, war es. Oder 24, 19 war es. Kleinen Moment. 19, okay, und wo, wann und was und wer hat zu wem gesprochen und warum, weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich habe den Vers okay, mal gelesen. Also wie kannst du dann behaupten, wie kannst du dann so solche Behauptungen in den Raum stellen, wenn du es nicht weißt? Na, lest doch mal erstmal den Vers vor. Nein, nein, du hast doch uns den Vers gegeben. Ja. Und ich habe dich gefragt, um was geht es, was ist der Kontext, wer hat zu wem gesprochen, wo, wann und warum. Du hast gesagt, du weißt es nicht. Ja, yeah, hat dort so. Warte mal. Genau. Ja, yeah, genau. Yes. That's it. Ja. Yeah. That's right. Ja. Yeah. Yeah. He doesn't know. Ey, das finde ich halt schade, weißt du, dieses einfach irgendwas in den Raum zu werfen. Weißt du, so, guck mal, wenn du wirklich diese Frage hast, dann schau dir mal den ganzen Kontext an, lies es durch, aber hey, die schmeißen sich so eine PDF hin und her mit irgendwelchen Zeilen, unnötig. Genau, das ist schade. Rab, weißt du, was sehr, sehr schade ist eigentlich bei euch Muslimen? Hm? Ihr seid nicht in der Wahrheit. Ihr seid so verhärtet, so wie der Pharao im Alten Testament verhärtet war. So verhärtet seid ihr. Und ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Ihr könnt mit Gott nicht spielen. Merkt ihr das? Du kannst nicht genau. Einfach mit den Versen hin und her schmeißen und die Bibel erzählt eine Geschichte. Und du musst ja verstehen, und was ist es nicht so wie der Koran? Bei jedem Ende vom Satz Allah ist der Allergrößte und Allerbarmherzigste. Jeder Satz bei euch endet fast mit Allah ist der Größte, Allbarmherzige, er ist der Allsehende. Was ist denn das für ein Buch? Dieser Gott kann sich nicht mal vorstellen, wer er ist. Und dann sagt ihr, das ist das beste Buch. Das Buch, was immer endet mit Allah ist der Allsehende und Barmherzige. So endet fast jeder Text bei euch im Koran endet so. Er ist der Allsehende, der Allhörende und der Barmherzige. Was ist denn das? Er zeigt sich ja, wie er ist. Okay. Wo zeigt sich denn Allah? Wo zeigt sich Allah? Na, im Koran. Und wie? Rab Allah. Wie? Rab, darf ich dir was sagen? Ja. Guck mal, du bist ein sehr, sehr respektvoller Junge. Okay, du bist wirklich sehr, sehr respektvoll. Ich würde dir einfach raten, nimm dir das bitte zu Herzen. Ja, lass dich nicht verarschen. Okay, lies die Bibel, fang vom Neuen Testament an. Okay, und dann komm noch mal hier rein. Okay, komm noch mal hier rein und dann können wir darüber sprechen. Okay, ich komm in 20 Minuten rein. Ich muss jetzt Maghrib beten. Also, ich weiß ja, was Maghrib ist. Okay. Ich mein's nicht böse, ja. Ich mein's nicht böse, aber ich kann dir nur eine Sache sagen. Bitte, bitte lies dein Buch. Ich habe jetzt Koranunterricht seit 2 Jahren. Ich lese den Koran rechtzeitig, also irgendwas für rechtzeitig, also mehrmals am Tag. Ja. Jetzt werde ich jetzt auch den Koran übersetzen halt und so.
Genau, mach das bitte. Und lies mal bitte Sure 3, Vers 54. Okay. Hast du dein Buch da? Ich habe gerade nicht den Gebet aufgenommen, also deswegen kann ich den Buch halt nicht anfassen. Okay, das heißt also, du musst Wahi, du musst eine Gebetswaschung machen, richtig? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja, oder Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, euer, ja, hat gesagt, wenn du eine Gebetswaschung machst, in deinen Augen, das, was du gesehen hast, deine Sünden sind dir vergeben. Das, was du mit deinen Händen getan hast, ja, ist auch vergeben. Das heißt also, Wasser vergibt Sünden, nur wenn du diese Waschung machst. Wow! Der Einzige, der Sünden vergibt, ist der wahrhaftige Gott, der Herr Jesus Christus. Und nicht dein Wasser oder irgendwelche Gebetswaschungen. Bitte merkt dir das, lies dein Buch, ja, verstehe auch, was in den Hadithen drin steht. Da ist ganz viel Irrlehre, sehr viel Irrlehre. Sogar Steine vergeben eure Sünden. Die Steine saugen deine Sünden. Gott ist derjenige, der Sünden vergibt und nicht ein Stein. Bitte merkt dir das, was ich dir sage. Ich sage dir die Wahrheit. Okay, ich verpasse jetzt mein Gebet. Wenn du Mohammed, wusstest du, wenn du Mohammed in deinem Gebet erwähnst, werden dir 10 Sünden vergeben und dein Rangstatus erhöht sich nochmal. Wusstest du das überhaupt? Ja. Das ist der totale Schwachsinn. Das heißt also, Mohammed stellt sich über Gott. Er hat gesagt, wenn du meinen Namen erwähnst, dann was denn, werden dir 10 Sünden vergeben. Glaubst du an so einen Müll? Der Einzige, der Sünden vergibt, ist der Herr, ist der Gott und nicht dein Mohammed. Wenn du seinen Namen im Gebet erwähnst, das vergibt ja nicht Mohammed, sondern der Gott. Weil du seinen Namen erwähnst. Ich erkläre es dir sogar. Wenn du Mohammed, ja, in deinem Gebet erwähnst, wenn du Salah, wish Salah upon him, Allah will give it to you tenfold. Ja, das heißt also, 10-fach wird dir Allah es geben, wenn du Mohammed erwähnst. Also stellt sich Mohammed Gott gleich. Er macht sich Gott gleich. Das ist wie, wenn wir beten und wir müssen Moses erwähnen, dass so wird es aber nicht gelehrt. Denn wir beten nur zu dem einen einzigen Gott. Und nicht wir erwähnen irgendeinen Propheten. Dein Prophet sagt, erwähne meinen Namen und Allah wird dir 10 Sünden vergeben. Ich habe den Hadith hier. Das ist schade. Das ist eine Irrlehre. Ich finde das mega schade. Das steht in den Hadithen. Ich weiß, von was ich rede. Ich sage das nicht einfach so. Und die Imame, die hier drin sind, die wissen ganz genau, was ich sage. Die wissen es ganz genau. Die wissen, die verstehen mich, die wissen es und die wissen ganz genau, das, was ich sage, ist die Wahrheit. Das ist Fakt. Rab, lies die Bibel. Dann mache ich weiter, mein Lieber, okay? Weil du bist zu jung, glaube ich. Ich heiße Imam. Okay, ist auch kein Problem. Wir reden ein andermal, okay? Aber ich würde dir empfehlen, lies die Bibel bitte, okay? Ciao. Alles klar, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, eigentlich ist es ganz falsch. Man nennt sie eigentlich nicht Muslime. Shalom zusammen, Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Man nennt sie eigentlich nicht Muslime, sondern Mohammedaner. Warum Mohammedaner? Weil sie Mohammed folgen. Sie folgen nicht Gott, sie folgen Mohammed. Sie sagen, das ist nur scheinheilig, dass er nur ein Prophet ist. Er wird angehimmelt wie ein Gott. Überlegt. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Grüß Gott. Grüß Gott, Natella. Wie geht's dir? Natella, hallo. Darf ich auch ganz kurz ins Wort kommen, bitte? Wir hören dich nicht. Wir haben dich ja gerade nicht gehört. Was hast du gesagt? Meine Verbindung ist schlecht, glaube ich. Also ich höre dich. Rede nur jetzt. Also wenn du was sagen willst, rede einfach. Mhm. Okay, sie hat ganz schlechten Empfang. Also sie muss raus und wieder rein. Okay. Official, hello. Ja, hallo. Bist du Moslem oder Christ? Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Bist du, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich weiß, bisschen zu jung, aber
Oje, 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 oje. Nee, nee, Leute, ich will jetzt wegen sowas bloß nicht Probleme kriegen. Das geht nicht. Also, wenn man zu jung ist, kann ich eh nicht hochholen. Geht nicht. Okay. Salamu alaikum, grüß Gott. Grüß Gott, mein Lieber. Bist du Moslem? Achso, du bist Moslem, richtig? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Glaubst du fest daran, dass der Koran die Wahrheit ist? Ja. Okay. Glaubst du daran, dass der Koran die vollkommene oder vollständiges Buch ist? Ja, zu Okay. 100%. Zu 100%. Steht alles zu 100% drinne, so wie Gott es dir gegeben hat? Ja. Okay, wo steht im Koran der Name von Adam, seine Frau? Oder du weißt, es gibt auch noch dazu Hadithen und so weiter dafür. Okay, Alles, was. das heißt also, dass der Koran doch nicht vollkommen ist. Ja, du musst so verstehen, Koran wird jetzt auch nicht die Sachen, alles, was man nicht braucht, auch noch dazu sagen. Also, es gibt schon, der Koran hat einfach die größten Hauptpunkte meistens drin. Okay, darf ich dir kurz was sagen? Oder ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Mehmet, die größten Hauptpunkte hast du gesagt. Das heißt, guck mal, deine Mutter ist nicht wichtig. Nicht wie? Was? Zu 99%, aber ja, okay, sag weiter. Und was Zum mit meiner Beispiel, Mutter? deine Mutter, der Name von deiner Mutter ist nicht wichtig. Oder wie? Das ist das Wichtigste. Der Name von deinem Vater und deiner Mutter sind mit die wichtigsten Dinge. Und wenn das im Okay. Koran nicht drinsteht, Bruder, was sagst du da? Denk dir überhaupt ein bisschen nach. Das frage ich Hinterfrag dir mich, das das. frage ich mich, das frage ich mich seit Monaten, warum ihr, also das ist, ich habe das Gefühl, ihr habt so eine Blockade, dass ihr diese Sachen nicht erkennt. Also wenn in meinem Buch der Name von meiner Mutter nicht drinne steht, die erste Mutter, dann würde ich mir starke Gedanken drüber machen, wurde dieses Buch von einem Menschen geschrieben oder ist es Gottes Wort? Mehmet, Ja, wer war Bruder, aber was wird das uns für den Himmel bringen und so weiter, wenn wir die Namen wissen und so? Plus, Ja, das dann steht ja ist aber sowieso dieser im Gott. Hadith. Das steht ja Okay, sowieso im Mehmet. Hadith, also wissen wir es ja. Okay, das heißt Aber ich also, denke. Ja. der Koran ist doch nicht vollständig. Doch, hä? Koran Nein, ist ist nicht er nicht. vollständig. Es fehlt ja Es nichts. ist Für Es fehlt einen ja nichts so Sunnit, Wichtiges, dass man. Entschuldigung, Mehmet, für einen Sunnit gilt Koran und Sunna. Nicht nur Koran. Nicht nur Sunna, sondern Koran und Sunna. Was Weißt du, was Sunna ist? du verstehst, was es geht wegen der Abstammung. Wir wissen, woher du abstammst. Wenn der Koran weiß nicht mal, woher er abstammt. Um das geht es. Bei uns in der Bibel kannst du Okay, alles guck mal, nachlesen. wir machen das jetzt ganz einfach, ganz kurz, meine lieben Geschwister und Brüder. Mehmet, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Du glaubst an Allah, richtig? Ja, und bevor wir weitermachen, könnte ich euch bitten, auch wenn ihr an unsere Islam nicht glaubt, seid zumindest ein bisschen respektvoll, weil ihr habt ab und zu, Mehmet, wo ich in ich Leifa rede er mit war, ein Respekt. bisschen respektlos, mach nicht so. Wallah, ich Mehmet, sag das nur für euch oder gut warum gemeint, gut gemeint. Ja. hast du Angst, dass wir dann auch abgestochen werden wie der Ja. Bischof hier oben? Warum kommen? Ja, was dann? Was Und ist denkst du, dann? das hat mit Islam zu tun? Das ist nicht wegen dem Islam, das ist wegen der Okay, Person. schau Die mal, Schuld geht an die hör auf zu Person, nicht an drohen. Gott. Hör zu, wir sprechen hier alle respektvoll. Ihr sind die meisten hier, die respektlos seid. Also ein paar von euch sind natürlich respektvoll, ja, das sage ich nicht. Aber die Mehrheit sind solche, die kommen und uns dann da mit so einem Klappmesser oder so. Du weißt, was ich meine. Also, komm nicht und sage, ich Bruder. warne, ich sage euch, Wo Wir fangen jetzt im genau Koran von steht, vorne dass man jemand abstechen soll, Bruder? Du tust so, als an. ob das Mehmet, irgendetwas das mit dem Mehmet, Islam zu tun hat. Mehmet, 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 oh Mehmet, eine Frage. Hast du ein zweites Handy oder einen Computer da? Nein, eigentlich nicht, nein. Und wie willst du mit uns eine Konversation führen, wenn du nicht mal Geräte hast zum Nachschauen? Ja, ich kann ja trotzdem auf Google gehen und so weiter. Wenn ihr Okay, etwas wie sagen wollt, dass ich nachschauen soll. Oder ich habe auch okay. Korans dabei, ich bin gerade in der Moschee. Okay, dann nimm mal Hol bitte dein kurz. Hotscher. Hol de Hotscher, wenn du in der Moschee bist. Mehmet, Bruder, heute Mehmet. weiß ich, dass ich das mache. Am Ende krieg ich noch ein bisschen Alles gut, Ärger. Mehmet. Mehmet, nimm mal bitte deinen Koran kurz zur Hand.
Was? Aber ist auf Arabisch, gell? Also würde ich lieber auf Google oder so, weil. Nein, nein, wir machen das so auf Arabisch. Ich gehe auch auf Arabisch. Alles gut, wir machen das so. Was? Aber dann kann ich es ja nicht übersetzen. Kannst du Arabisch, ja oder nein? Ich kann lesen, aber halt, ich bin Türke, weißt du, ich kann nicht so alles verstehen. Okay, du bist Türke, dann gebe ich dir sogar einen perfekten Hadith. Geh mal in Sunan an-Nasai. Boah, ich schau einfach auf Google, da ist schwierig das zu finden, boah. Ich mein Arabisch. Ja, das ist das Problem. Keiner hat Computer, keiner hat zweites Handy, gar nichts. Hm? Und das Korantäschchen fehlt auch, das Korantäschchen des Muslims. Bluderfreck. Er soll schnell zu seinem Hodja gehen und der Hodja gerade eine Frage stellen. Und dann aber hören wir, was der Hodja sagt. Ich will den Koran kurz nachschauen, ich schau kurz nach. Okay, warte eine Minute einfach da. Okay, wir brauchen eigentlich kein Koran. Oh je. Aber in der Moschee wird es sicher einen deutschen Koran haben, kann er den suchen dort, unter den Teppichen. Was ist unter den Teppichen? Wenn ich los, Wallah, wenn ich so respektlos. Achi, frag schon dein Hodja, Achi. Sag ihn mit allem Respekt und so, wir haben Fragen. Hallo. Wir haben Fragen, Achi. Alles gut. Das ist Zeitverschwendung. Ja, so, was hast du vorher gesagt? Mit Mohammedina? Ja? Was? Wir verstehen nichts. Du hast vorher gesagt, irgendwas mit, wenn ihr unser Prophet Mohammed so irgendwas mit Gott hat gesagt. Ich glaube, das war praktisch. Ja, aber warte mal, du hast dich damals für die Jesiden eingesetzt. Ich setze mich immer noch für die Jesiden ein, mein Bruder. Ne? Habe auch jesidische Brüder, ne? Deswegen alles gut. Ja, wie heißt du erstmal da oben? Wie sollen wir dich denn nennen? Ahmed oder Ahmed? Ist egal wie. Ahmed oder Ahmed? Ist egal wie. Ja, du musst schon sagen, es sind zwei von Unterschieden. Einfach Ahmed. Ahmed, okay, Ahmed. Ja, genau. Ja. Alles klar, Ahmed. Also Ahmed, guck mal, wir, die Leute, ihr in den Chat, ihr seid so schlimm. ihr seid so gemein. Leute, ihr seid so scheiße, das geht so nicht. Ja. Ahmed, was überzeugt dich denn vom Islam? Alles gut, was? Alles. Okay, kannst du mir mal erklären, wer Allah ist? Wer ist denn Allah? Der einzige wahre Gott, den man anbeten darf. Nee, die Frage ist, wer ist Allah? Weil du glaubst, du betest ja einen Gott an, der sich ja Allah nennt, Gott. Aber wer ist denn dieser Gott? Was heißt denn Allah auf Arabisch? Das heißt doch Gott. Naja, hast ja die Frage selber beantwortet. Genau, aber wer ist Allah? Das ist meine Frage. Ja, Gott. Ja. Richtig, wer ist dieser Gott? Okay, und wer ist dieser Gott? Ein Gott, ein einzig wahrer Gott. Ein einzigartiger wahrer Gott. Wer ist denn dieser Gott, den du anbetest? Wer ist das? Ja, ein Gott, wie soll man das beschreiben? Was hat er für dich getan? Ahmed. Ja. Nochmal Ahmed. Was hat dieser Gott für dich getan? Er hat mich, was hat er denn, wie meinst du jetzt? Was hat Allah für dich getan? Nicht, dass er dich erschaffen hat, was hat er für dich getan? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Jani. Siehst du, also du glaubst an einen Gott und du weißt nicht mal, was er für dich getan hat, richtig? Er hat vieles für uns getan, er tut unsere Sünden vergeben. Okay, wie tut Allah deine Sünden vergeben? Ich gebe dir vier verschiedene Arten, wie deine Sünden vergeben werden. Und dann kannst du mir sagen, wer Gott ist. Wie vergibt dir Allah deine Sünden? Gib mir jetzt vier verschiedene. Du mir. Also, Mohammed sagte einmal in einer Überlieferungskette, ja. Wenn du deine Augen waschen tust, ja, es geht um eine Gebetswaschung, wenn du deine Augen waschen tust, das, was du gesehen hast und wo du gesündigt hast, dann das vergeht. Und das, was du mit deinen Händen getan hast, ja, wenn du es waschen tust durch die Gebetswaschung, sind diese Sünden auch weg. Ja, okay, gutes Thema. Darf ich darauf antworten?
Ganz kurz. Also Wasser, ja. Aber ja, nein, Leben, du hast es komplett aus dem Kontext gerissen. Lass mich doch zu Ende reden. Ich sag dir ja, nur das, was du denkst. Nein, ich will jetzt nur kurz darauf antworten. Darf ich zu Ende reden? Ich bin nicht fertig. Ja, ja. Den kannst du gleich. Ich gebe dir die vier Vergleiche. Alles gut. Alles gut. Okay. So. Du wäschst dich, deine Sünden sind gelöscht. Nummer zwei. Mohammed hat gesagt, wenn du den Stein in der Kaaba anfasst, touching them erases sins. Deine Sünden sind vergeben. Oder es löscht deine Sünden. So. Mohammed sagt, when you touch the black stone, it forgives, was? It erases sins. So. Dann gibt es nochmal eine andere Überlieferungskette, da sagt Mohammed, hey, wenn du meinen Namen in deinem Gebet erwähnst, dann werden dir 10 Sünden vergeben. Er stellt sich also über Gott. So, meine Frage ist, wir haben jetzt Nummer 1, Waschung, das vergibt dir Sünden, ohne dass Allah erwähnt wird. Einmal haben wir einen Stein, der dir Sünden vergibt. Ja, eigentlich brauchst du keinen Allah mehr, weil du musst nur den Stein anfassen und dann vergibt der Stein dir schon Sünden. Ich finde es irgendwie voll lustig, warum? Aber ich weiß, Nein, ich weiß ja. Aber das Ding ist, du nimmst alles aus dem Kontext raus. Nein, das ist nicht aus dem Kontext, das sind die Hadithe. Erstens, das mit dem Wudu ist ja darum, dass du betest. Es wird genau darum deine Sünden. Ja, weil du dich sauber machst. Genau. Und dann verschwinden deine Sünde. Ja. Ist das die Wahrheit? Warum? Warte. Spricht der Prophet Mohammed die Wahrheit? Nein, ich habe eine Frage an dich schnell. Deutsch, bitte. Lass mich jetzt spricht der Prophet Mohammed die Wahrheit? Also lernt zuerst einmal Deutsch. Dein Prophet konnte weder lesen noch schreiben. Was ist? Er lernt zuerst einmal Deutsch. Ja, lern Deutsch, bitte. Dein Prophet konnte weder lesen noch schreiben. Er lernt Deutsch. Ja, ich lasse dich gerne mit dem Flex reden, aber zeige Anstand. Das ist dein Prophet, das ist deine Religion. Nein, also wenn du so kommst, peinlich. Warte, wenn ich Respekt habe. Egal, alles gut. Rede, wir hören dir zu. Wir haben dir jetzt drei Sachen gegeben. Ich warte, bis du uns eine Antwort gibst. Soll ich schon mal die Glocken läuten, bis er antwortet? Wieder hier. Hört man mich? Wir hören dich. Ja, okay. Erstens, das mit der Gebetwaschung, das ist ja darum, dass du dich sauber machst und dass du betest. Und das da mit der Kaaba, ja, nee. Das ist darum, weil du dorthin gegangen bist. Weil nicht jeder kann sich das leisten. Kann sich das jeder leisten? Eine Frage an dich. Kann sich jeder leisten nach und das hat dann was Mekka, mit Sünden vergeben. Nein, warte. Kann sich das jeder leisten nach Mekka gehen und dort einen Ich weiß es nicht, machen? Kannst du mir nicht sagen. Nein, kann sich niemand, fast niemand. Kann man im Islam Geld Sünden wegkaufen? Kann man im Islam jetzt mit Geld Sünden wegkaufen? Es ist ja wegen der Tat, mein Lieber. Okay, ja, ich fange mal ganz kurz, Patrick. Also, guck mal, du hast dich eigentlich in diesem einen Satz schon selber begraben. Erstens, wenn wir zu Gott beten, dann müssen wir nicht irgendwo zu einer Kaaba gehen und dass dieser Stein mir Sünden vergibt und dass ich einen Eintritt zahle von 8000 Euro. Das zeigt eigentlich schon mal, dass euer Gott käuflich ist. Warum? Wenn du da reingehst, fässt du den Stein an, it erases your sins. Das ist schon mal ein klarer Beweis, dass ihr eigentlich Götzendiener seid. Ja, das ist ein klarer Beweis. Denn, warum ich bin denn noch nicht fertig. Wenn du zum Herrn betest, ganz kurz, lass mich doch bitte ausreden. Ja. Denn wenn du zum Herrn betest, ja, wenn du zum Herrn betest, ja, dann geh im Verborgenen und sei mit Gott und bete und frage um Vergebung und nicht, ich zahle jetzt ein Ticket, ich gehe zur Kaaba, ich bezahle, keine Ahnung, wie viel das nochmal war, ich muss nochmal gucken, zahlst so viel Geld dafür, wie viel? 2500. Also 2500 Euro, dass ein Stein mir Sünden vergibt. Das zeigt schon mal, dass ihr Götzendiener seid. Das ist ein klarer Beweis. Warum sind wir denn Götzendiener? Weil ihr einen Stein anfasst, dass dieser Stein eure Sünden vergibt. Erstens, wir beten durch die Richtung. Das ist die Richtung. Jani, sollen wir zu einem Spielplatz beten oder was? Sollen wir zu einem Spielplatz beten? Ich höre dir ja zu. Du hast Mohammed hat gesagt, lass mich doch jetzt ausreden. Ja. Lass mich doch ausreden. Ja. Also erstens, du hast ja gesagt, wir beten angeblich den Stein an. Nein, wir beten durch die Richtung. Sollen wir zu einem Spielplatz beten oder was? Ja, okay. Ja. Er hört gar nicht zu. Du hörst gar nicht zu. Du hast ja vorher gesagt, dass wir beten ja den Stein an.
Du hast es ja gesagt. Nein, ich habe gesagt, doch, hast du. Ich hab du hast gesagt, deine eigenen dieser Wörter Stein. Gesagt. Okay, ich wiederhole mich nochmal. Ich habe gesagt, dass dieser Stein dir Sünden vergibt. Dieser Stein kam vom Paradies. Nein. Und dann also sehen doch, wir. Doch, kam schon. Aber der Stein wurde. Was? Der Stein wurde ja herabgesandt, mein Lieber. Es kam aus dem Paradies. Wo steht in den Hadithen, dass herabgesandt ist? Da steht nur, the ja, black Mann. Stone ist... Ja, okay, warte, oh, warte. Lass mich jetzt in den Hadith suchen. Oh je. Aber wenn ich, ich mach's mal. Aber schau mal, wenn ihr extra in diese Richtung beten müsst, dann ist Allah nicht allgegenwärtig. Wenn ihr immer auf die gleiche Richtung gehen müsst, wohnt er dort Mann. Oder so? Hat er da sein Zelt aufgestellt oder so? Also ich meine ja nur, verstehst du, weil unser Gott ist allgegenwärtig, da können wir beten in der Küche, da können wir Westen, Osten, Norden, Süden beten, das spielt keine Rolle, er ist immer da allgegenwärtig. Hm? Also ihr habt Gott einfach eingeschränkt, aber okay. Ich hätte eine sehr wichtige Frage, wer bekommt denn dieses Geld eigentlich? Saudi-Arabien. Wenn ihr dahin fährt, dahin geht, wer bekommt denn? Saudi-Arabien. Ah, eure Brüder verlangen so viel Geld von euch. Damit aber warte, an was Geld ausgeben? Was tun die denn mit Geld allerdings da ausgeben? 2500 Euro für einen Stein, um einen Stein anzufassen, der von Allah herabgesandt worden ist. Wow. Also euer Gott ist also... Schönen guten Abend zusammen. Was will jetzt Natella, hallo? Ganz gut, Natella. Darf ja, ich ganz kurz bitte was Shalom, sagen? Hallo, Gottes Segen. Okay. Darf ich? Ja, wir hören dir zu. Flexi, hörst du mich? Wir hören dir zu. Wir hören dir zu. Flex Abene Haya. Hörst du mich? Flex. Yeah, ich habe nur eine Frage. Du kommst ja ursprünglich aus dem, Afrika, ne? Du kommst ja ursprünglich aus Afrika, ne? Was war, bevor du nach Europa kamst und Deutsch gelernt hast, was war deine Religion und Gott? An was hast du geglaubt? Wer hat dich erschaffen? Wer hat deinen Kontinent so schön und reich und bunt erschaffen? War das Jesus oder waren das Juden oder waren das Christen? Sind alle Afrikaner so hassvoll? Sind alle Afrikaner gegen andere Religionen so hassvoll? Guck mal, ich sag dir erstmal eins. Ich habe den Bibel mit 15 Jahren angefangen zu lesen. Ja, ich habe die deutsche Sprache mit der Bibel gelernt. Ja, und ich bin geborene Muslimin, schon vor tausende Jahre. Jetzt sage ich dir eine Wahrheit. Ich bin Schiiten. Ja, okay. Und ich bin von, guck mal, jetzt hör mir jetzt richtig zu, da du... Was war das jetzt? Okay, ganz ehrlich, also so solche Geschichten aus dem Paulanergarten, das wollen wir hier nicht hören, weil so viel Müll habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also ganz ehrlich, sorry, also ich habe viel Müll gehört, aber das ist echt Müll. Das ist echt Müll, also das kann ich nicht. Und vor allem, ganz ehrlich, mit so schlechte Verbindung auch noch, komm wieder rein, wenn du gutes Internet hast und dann ist okay. Dann können wir reden und dann schauen wir mal, ob du auch darauf eingehen kannst. Weil so viel Müll habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Ich verstehe eins nicht, die haben keinen Koran, die haben kein Internet. Die können nicht auf irgendwas anderes zugreifen. Ja, das ist ein Bunker. Flex, du musst dir noch sagen, sie sollen dann ein bisschen noch Geschichtsunterricht mitnehmen, wenn sie dann von Afrika erzählt. Nicht, dass dann, was sie hat ja gefragt. Ja, genau. Wahnsinn. Die sind alle im Hamas-Tunnel. Wahnsinn. Das ist nicht normal. Israel hat das also den gekappt. Also, dann kommt sie, ja, wie war Afrika und das und ja, was warst du? Erstens, ich bin in Deutschland geboren, ich bin Afro-Deutscher, ja, und habe die Sprache natürlich gelernt, ja, ich kann Ghanesisch, gar keine Frage, ja, aber dann zu sagen, ja, wie war es, wo du von Afrika nach Deutschland, Madame, ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren. Also nicht mal, guck mal, jemand, der wenigstens schlau ist,
hätte gefragt, ja, wo bist du denn geboren worden? Bist du in Afrika oder bist du hier in Deutschland? Das wäre die erste Frage. Ja, aber wie war es, wo du von Afrika hierher gekommen bist? Woher willst du das wissen? Ich bin hier geboren. Schalt doch mal dein Gehirn ein. Wenn das jetzt die Imame wären, die hätten jetzt gesagt, Allahu Alem. Ja, Allahu Alem. Ja. Wegbereiter, hallo. Hallo, Gottes Segen. Ja, yeah. Gottes Segen. Bist du Christ oder Moslem? Gottes Segen. Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Aber oh, okay. Ich höre euch schon die ganze Zeit zu, aber warum verurteilt und urteilt ihr, ohne euch von der Wahrheit zu überzeugen? Wie bitte? Ihr verurteilt und urteilt, ihr könnt gar nicht beurteilen und habt euch nicht mal überzeugt von der Wahrheit und ihr seid die ganze Zeit am Urteilen und Verurteilen. Wir sind die Al-Kitab, wir sind in der Wahrheit. Jesus Christus hat uns das Evangelium gegeben. John war der Augenzeuge, der alles frisch dokumentiert hat. Und dann kommt einer 600 Jahre später. So, meine Frage wäre jetzt, was hat Allah 600 Jahre später gemacht? Was hat Allah 600 Jahre gemacht? Schau mal. Ihr habt gerade über Mekka gesprochen, über die Kaaba. Erstens, ja, man bezahlt 6.000 Euro, richtig. Warum? Aha. Weil die Leute 4 Wochen da bleiben, 4 Wochen da essen, 4 Wochen da übernachten und die Hotels kosten auch Geld. Wenn du Urlaub machst und 2.000-3.000 Euro bezahlst für 2 Wochen, tut dir das nicht weh, aber wenn jemand 4 Wochen in Mekka bleibt... Du hast abgelenkt, ja, das weißt du, ne? Du bleibst doch 4 Wochen da. Du musst doch da schlafen, essen, trinken. Meinst du, das kommt von Luft? Also Sündenvergebung ist käuflich, richtig? Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine Pilgerfahrt. Ist eine Pilgerfahrt, indem man einen Stein so macht. Und das vergibt dann Sünden, richtig? Wer sagt das? Ach so, das wusstest du noch gar nicht. Wer sagt denn, dass der Stein Sünden vergibt? Der Stein ist als Zeichen herabgesandt worden. Okay, alles klar. Dann machen wir mal ein bisschen Islamstunde. Du sagst, der Stein vergibt deine Sünden? Richtig? Es kam als Zeichen herab. Nein, es kam nicht als Zeichen. Es ist Allahs rechte Hand, dieser Stein. Das werde ich dir beweisen. Ja? Ja. Wurde der Stein herabgeworfen oder wie ist es? Weil wenn so ein Komet einschlägt, ist alles vorbei. Hör mal, ist das dieser Weg, den Jesus gegangen ist, den ihr sagt hier? Alles gut, wir wollen dir nur was zeigen. Alles gut, so. Sunan an-Nasai 2919, Hassan ist gut. Hassan ist sehr, sehr gut. Gut. Das ist The Book of Hajj. Oh, Abu Abdul Rahman, why do I only see you touching these two corners? He said, I heard the messenger of Allah say, touching them erases sins. Was bedeutet das? Touching them erases sins. Was bedeutet das? Touching them erases sins. Was heißt das? Ja, übersetz mal, was bedeutet das? Das heißt, dass dieser Stein deine Sünden löschen tut. Was machen wir denn jetzt? Vergibt jetzt Allah deine Sünden oder dieser Stein? Was machen wir denn? Bruder, wenn beantworte doch diese Frage. Ist das nicht Götzendienst? Also, guck mal, ich mach's dir mal vor. Ich drehe mal meine Kamera. Ja? Von was liest du denn? Guck mal. Ich erklär's dir. Okay, alles gut. Ich küsse dein Herz. In 3. Mose 26,1 hat der Herr gesagt, kniet euch nicht vor einer Säule nieder, die errichtet worden ist, und was? Oder werft euch vor einem Stein nieder. Was machen die in der Kaaba? Die werfen sich vor einem Stein nieder und tun was? Beten in dieser Richtung. Und was machen sie? Sie küssen den Stein, weil dieser Stein Sünden saugt. Der Einzige, der Sünden vergibt, ist der Herr. Ist der Gott. Seit wann saugt ein Stein Sünden? Oh je. Du hast Nachricht bekommen. Die Leute haben dir geschrieben. Schau mal. Haben die ob das jetzt ein Gebetwaschung ist oder der Stein. Er nimmt negative Sachen weg. Weil der Mensch lebt zwischen Böse
Der Mensch lebt zwischen Gut und Böse, genau in der Mitte, da sind wir. Und ja, du hast halt negative Gedanken und positive Gedanken. Wegbereiter, eine Frage. Hast du überhaupt Ahnung über deine Religion? Natürlich habe ich Ahnung von meiner Religion. Da müsste ich, okay, müsste ich dir doch die Gegenfrage stellen. Okay, was hat dann Jesus mit dem Kreuz zu tun? Hat Jesus das Kreuz gezeigt? Ich sag dir, also, dass ein Stein dir, guck mal, ich mach's dir sogar sehr, sehr offensichtlich. Ja, bitte Leute, alle mal kräftig liken, weil ich werde jetzt was ganz, ganz Schönes sagen. Okay, also, wir haben hier gelesen, dass ein Stein dir Sünden vergeben kann. Okay, ja, zum Thema Islam. Von wo liest du es? Es ist ein Hadith, es ist aus sunnah.com, das ist eine authentische Seite. Und wenn du sagst, das ist nicht authentisch, können wir gerne auch zu einer anderen Seite gehen. Wir finden denselben Hadith. Das ist eine authentische Seite. Okay, ganz kurz. Ich nehme mal kurz wieder meinen Hintergrund. Wo ist mein Bruder Emanuel? Hier ist er doch. So, also zum Thema Islamwissenschaft. Ja, wir sehen hier, dass Mohammed sagt, dass wenn du diesen Stein anfasst, ja, oder schmoddelt. Das heißt also, dieser Stein, ja, du musst mir zuhören. Ja, es ist ganz wichtig, dass du mir zuhörst. Dieser Stein löscht deine Sünden. So, zum Thema Islamwissenschaft. Jesus Christus ist gekommen, das Lamm Gottes ist gekommen, um deine Sünden zu tragen. Ja, und er hat es aus Liebe getan, aus Gnade. Aber ein Stein, der Sünden vergibt, da sagen alle, Alhamdulillah, Bismillah. Aber dass Jesus Christus sich entäußerte und Mensch wurde und deine Sünden getragen hat, das verwerft ihr. Aber dass ein Stein deine Sünden saugen kann und dass du zur Kaaba gehst und dafür Geld zahlst und den hier machst, daran glaubst du. Wow, sehr schlau ist der Islam. Zum Thema Islam. Wer sagt denn, dass wir den Stein küssen müssen? Weil die Leute den unbedingt berühren wollen. Okay, soll ich dir ein Video zeigen, wie sie den Stein küssen? Soll ich dir das zeigen? Bruder, das sind Gewohnheiten. Das hat doch mit der Religion nichts zu tun, weil irgendwelche Leute... Der Stein saugt deine Sünden, sagt Mohammed. Bruder, du kommst immer mit Hadithe. Komm mal mit dem Koran. Bist du Sunni oder Schia? Ich bin Sunni, Bruder. Also, da musst du das annehmen. Warum muss ich das annehmen? Wer sagt, das im Koran, dass ich das annehmen muss? Kann ich dir schnell ein Hadith nennen, Bruder Fleck? Bruder, komm mir nicht mit Hadith. Ich muss die Hadith nicht annehmen. Nein, warte schnell. Ist gut. Du musst nicht annehmen. Alles gut, hat der alles Prophet gut. Gesagt, hier sind meine Hadith. Ey, alles gut. Beruhig dich einmal. Alles gut, Mann. Warum sind ihr alle so auf und... alles gut. Schau mal, Tirmidhi 961 steht geschrieben, Ibn Abbas überliefert dies. Der Gesandte Allah sagte über den schwarzen Stein, bei Allah, Allah wird ihn am Tag der Auferstehung mit zwei Augen, und mit denen er sieht, und eine Zunge, mit der er spricht, auferwecken, und diejenigen, die der ihn berührt hat, die Wahrheit bezeugen. Also, der Stein wird bezeugen, dass du ihn berührt hast oder geküsst hast, und Brüder, deine Sünde werden dir vergeben. Das schau mal, Brüder, liebe Brüder, das ist dir mit die wir wissen alle, dass es nur einen gibt, der Sünden verzeiht, und das ist Gott allein, der allmächtige Gott. Falsch. Warum? Der Stein vergibt auch Sünden. Bruder, du gehst nach Hadithe, Bruder. Du legst die ganze Zeit nur Hadithe aus und willst mit Hadithe den Koran rechtfertigen. Okay. Weißt du was? Und nimm mal deinen Koran in die Hand. Dann spielen wir mal mit dem Koran. Nimm mal deinen Koran in die Hand. Bist du Türke oder bist du, was bist du? Ich bin Türke, ja. Du bist Türke? Ja. Audu billah. Okay. Wieso? Was ist denn? Okay, Audu billah, du bist... Bruder, aber warte mal ganz kurz, ich habe auch eine Frage. Du redest ja von dem Stein. Ich würde doch gern wissen, ja, wie der Kreuz in die Kirchen kommt. Was hat der Kreuz eigentlich mit Jesus zu tun? Das werde ich dir gleich erklären, aber spring jetzt nicht zur Bibel, wenn wir ein Thema... Nein, aber ich will, du hast doch mich vorhin was gefragt. Ich frage dich ja auch, du hast die ganze Zeit von dem Stein geredet. Ich will wissen,
wie der Kreuz in die Kirchen kommt, hat Jesus gesagt, nimmt den Kreuz an. Okay. Das ist doch auch dann eine. Ja, wir sind jetzt aber nicht bei der Kreuzigung. Alles gut, wir sind nicht bei der Kreuzigung. Alles gut, aber das werde ich dir trotzdem beantworten. So, du bist Türke, hast du gesagt, ja? Ja. Also, ich zeig dir was aus den sunnitischen Quellen und jetzt bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Ich meine, du kannst immer noch sagen, dass Mohammed dein liebvoller und dein bester Prophet ist, aber ich zeig dir mal was, weil das sind sunnitische Quellen. Das kannst du auch gerne am Freitag dein Imam zeigen, mal gucken, was er sagt. Sunan An-Nasai 3177, Sahih, Darussalam. So, the hour will not begin until the Muslims, da steht sogar Muslims, fight the Turks. Oh, a people with faces like hammered shields who wear clothes made of hair and shoes and made of hair. Warte, jetzt drehe ich mich mal um. Sag mal, dein Prophet hat gerade eben gesagt, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen, deren Gesichter aussieht wie gehämmerte Schilde. Oh shit. Oh, guck mal, wie rassistisch der noch Bruder, ist. Bruder, wow. Schau wow. mal. Ich sag dir mal was jetzt, ne, wegen der Hadithe. Jeder kommt und schreibt irgendein Hadith. Und wenn es 600.000 Hadithe gibt und da kommt jemand und schreibt nur 3.000 Hadithe, Gott hat mir das Recht gegeben, Gott hat mir das Recht gegeben, mir den freien Willen gegeben. Ich darf lesen und entscheiden, was für mich richtig oder falsch ist. Höchste Mohammed sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen, deren Gesichter aussehen wie gehämmerte Schilder. Fürchte Mohammed, fürchte Mohammed, fürchte ihn. Du musst jetzt Araber sein. Warum? Er hat gesagt, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen. Oh. Eieieiei. Oh. Bruder, der hat recht. Der hat recht. Ich bin auch Ex-Moslem. Ich bin Albaner aus dem Kosovo. Sunni. Oh. Sunni. Der hat recht, Bruder, was das angeht. Also, und du kannst den Koran und das Ganze nicht auslegen, wie du möchtest. Du musst schon auch auf Ihr lest doch gar nicht aus dem Koran. Ja, ihr Bruder, liest Hadithe, irgendwelche Hadithe, die 300 Jahre danach gekommen sind. Ja, Bruder, aber die gehören dazu. Weißt du das, wenn du jetzt... Steht im Koran, das hat Mohammed gesagt, hier sind die Hadithe, ihr müsst die folgen. Ja, die gehen Hand in Hand. Pass auf, ganz kurz, Bruder. Bruder. Ganz kurz, warte. Geh mal zu einem Hodja und sag denen so das, was du hier sagst, Bruder. Du musst aufpassen, gell? Die machen dich. Sag das den Hodjas, wo ist das Problem? Wenn Scharia ist und du sagst, hey, das ist meine Wahl, ich nehme das an, was ich will. Puh, Gnade Gott, dass die keine Terror. Warum? Bei uns im Glauben gibt es kein, ist alles freiwillig. Wenn Scharia ist. Kannst du nicht jemand zwingen, etwas zu machen, was er nicht will? Wie hat denn Gott den freien Willen gegeben? Fürchte Allah, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, fürchte Allah. Moment, es gibt keinen freien Willen im Islam. Das ist sehr wichtig. Es gibt keinen freien Willen im Islam und ich lüge dich nicht an. Du kannst auch selber recherchieren, was ich dir sage. Aber wie gesagt, guck selber, es gibt keinen freien Willen. Bruder, es gibt den freien Willen. Jeder erntet das, was er sieht und jeder ist sein Glückes Schmied. Nein. Dann bring mal die Quelle, bitte. Wo steht das? Ja, bring mal die Quelle. Bitte Quelle, weil da ist. Ihr liest doch nur Hadithe. Und ihr haltet da fest und meint, dass das alles stimmt. Und genauso, wie ihr immer das bringt, ich beobachte euch schon seit ein paar Monaten. Wegbereiter, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Bruder, ich brauche nicht drehen, wenden, wie ich will. Mohammed, guck mal, Mohammed hat hier in diesem Hadith gesagt, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime was die Türken bekämpfen, deren Gesichter aussieht wie gehämmerte Schilder. Alter, okay. Wenn ich Türke wäre, das würde mein Herz zerfetzen. Ich würde sagen, au, ich würde sagen, nein. Wer wird das denn schaffen? Hey, frag deine Leuten, frag deines Gleichgesinnten. Wer hat die Kraft, die Türken denn zu schlagen?
Frag Mohammed, okay. Sallallahu alaihi wasallam. Frag nicht mich, frag Mohammed. Frag Mohammed. Aber wie kannst du... Wie kannst du denn das, was da steht jetzt... Hast du dich von der Wahrheit überzeugt? Also wenn ich dir das schon zeige, das ist eigentlich schon mehr als genug. Oder dein Prophet, beurteilen kann nur Prophet, der sich von der Wahrheit überzeugt hat. Ganz kurz, dein Prophet, an dem du glaubst, ja, an deinem Prophet, an dem du glaubst, bekämpft euch, ja, ein Prophet würde was die ganze Nation, er würde für die ganze Nation sprechen, so wie die Propheten es getan haben in der Bibel. Aber dieser Prophet hier, und das ist der Grund, warum wir sagen, ja, Galater 1,8, dass er ein falsches Evangelium verkündet und dass er was, der Sohn des Teufels ist. Warum ist er der Sohn des Teufels? Weil das ist ein Zeichen, ganz kurz, das ist kein Zeichen, dass er was, ein Prophet ist. Das ist ein klarer Beweis, dass er ein falscher Prophet war. Weil das ist hart. Das ist hart. Ey, das trifft sogar mich. Also wenn einer sagt, bekämpft die Türken, sogar mich trifft es. Ich sag dir ganz ehrlich. Bruder, schau mal. Sogar mich trifft es. Ich denke mir einfach nur so, wie können die Türken an sowas glauben? Und sagen, ey, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Der sagt selber, die Muslime, die Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Türken bekämpfen. Deren Gesichter aussieht wie gehämmerte Schilder. Und du bist immer noch hier drinnen und sagst, ach was, das überzeugt mich doch nicht. Alter, was ist los, Bruder, mit dir? Schau doch was mal, du redest, du liest Hadithe vor. Ich habe doch gesagt, du kannst nicht bezeugen, dass das die Wahrheit ist, erstens. Dann hat halt irgendwelche jemand aufgeschrieben. Nein, das ist Sahih. Das ist überall aus der so. Sahih. Der Mensch mischt Kultur und Sitten in Religionen einfach. Das hat damit nichts zu tun. Okay, weggeweise, Entschuldigung, schnell. Also du sprichst vom Hadith. Also du denkst, wenn wir Koran benutzen, dann wirst du das akzeptieren oder wirst du sagen, man kann Arabisch nicht übersetzen? Also wenn wir dann oder über Koran sprechen. Wie ist das so? Ich muss ich so sagen, nur. Ich kann jetzt kein Arabisch, aber ich habe das auf Türkisch gelesen und auf Türkisch ist das so ungefähre Übersetzung, weil die Wörter halt ein bisschen... Okay, aber glaubst du an die Bibel? Du, glaubst du an die Bibel? Ja, sicher glaube ich an die Bibel, es sind ja auch unsere Bibel. Also du glaubst dann an die Bibel, die wir in unsere Hände halten? Natürlich. Okay, warum widerspricht sich dann Allah? Was ist da los? Was ist passiert? Darf ich dir was sagen, Wegbereiter? Ich sag dir das aus Erfahrung. Ich sag dir das, was ich die letzten Tage für Erfahrungen hier gemacht habe. Ich bin einer, wenn ich über etwas spreche, ja. Guck mal, vergessen wir jetzt mal diese ganze Sache. Das ist dein Kopf, das ist deine Sache. Ich will es dir nur zeigen und das war's. Aber ich will dir eine Sache sagen. Eine Sache. Okay? Ja, bitte. Ich hatte vor einer Woche eine Debatte mit einem jungen Kerl hier gehabt. Der war vielleicht 20, 21, so ungefähr, so alt müsste er gewesen sein. Ja, so Rodes, danke, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Und alle anderen, die unterstützen, ich bedanke mich echt bei euch und ganz, ganz viel Liebe, ich liebe euch. Ich will das nur kurz nochmal erwähnen. Wegbereiter, du musst mir ganz gut zuhören. Ich hatte mit jemandem eine Debatte gehabt, okay? Und wir haben darüber gesprochen, über die Gottheit Jesus und die Gottheit von Allah. Weil wir reden hier nicht von demselben Gott. Okay? Sind voneinander getrennt. Der eine ist der Fürst, der eine ist der wahrhaftige Gott. Okay? So. Während wir diese Debatte haben, ja, hörst du mir zu? Hörst du mir gut? Hörst du mich Natürlich. Gut? Okay. So. Dann hatten wir diese Debatte gehabt. Dann habe ich gesagt, ist die Tora die Wahrheit? Hat er seinen Kopf genickt und hat er gesagt, ist verfälscht. Dann habe ich ihm die Verse gegeben. Okay, ich habe ihm die Verse gegeben. Patrick, danke, danke, danke. Soll dich Gott zehnfach belohnen, mein lieber Patrick, ne? Ich sehe dich, Bruderherz, ne? Mein Glatzi, ich sehe dich, Bruder. Ja, es geht darum, wir haben über die Tora debattiert und Allah sagt in drei Suren, ja, sagt er immer wieder, die Tora ist die Wahrheit und dann hat der Kollege einen Vers gebracht, wo Allah aber die Sure 3, Vers 3 widerspricht.
Und dann haben wir wieder eine andere Sure gefunden, wo Allah schon wieder die Tora bestätigt. Ja? Das heißt also, wir haben ein, ihr habt einen Gott, der sich die ganze Zeit widerspricht. Warum sage ich das? Allah sagt einmal, die Tora ist die Wahrheit. Dann sagt Allah, sie haben es mit ihrem Mund verfälscht. Ja, so, da steht nicht drin, sie haben es mit ihren Fingern verfälscht. Und dann gibt es aber wieder rundherum ein anderer Vers, der die Tora. Und weißt du, was Ibn Kathir sagt? Glaubst du an Ibn Kathir? Das ist eine sehr, sehr authentische Quelle. Ibn Kathir, glaubst du daran, ja oder nein? Ich, Bruder. Okay, sagen wir mal, egal, nicht so schlimm, ich erzähle weiter. Ibn Kathir ist sehr authentisch. Und dann hat der Bruder Urban, der ist hier hochgekommen, und dann hat er mir diesen Hadith gegeben und hat gesagt, Bruder, lies mal diesen Hadith. Ja, den Tafsir dazu. Dann haben wir den Tafsir gelesen. Weißt du, was da drin stand? Dass die Worte in der Tora nicht veränderbar ist und dass dies die Wahrheit ist. Bumm! Und der Kollege, der aber hier drinnen war, der junge Kerl, der hat geheuchelt bis zum geht nicht mehr. Der hat gesagt, nein, das, damit meint Allah das Alte und das. Ey, hallo, wo sind wir? Also wenn wir über Gott sprechen, dann müssen wir die Wahrheit sprechen und nicht irgendwie versuchen, einen Ausweg zu suchen und zu sagen, hey, nein, aber das ist, also, dann habt ihr einen Gott, der sich ständig widerspricht. Sogar vier bis fünfmal widerspricht Allah sich selbst. Ibn Kathir bestätigt die komplette Tora und sagt, nichts kann da drinnen verfälscht werden und man kann kein Wort daraus nehmen. Aber in Sure 3, Vers 3 bestätigt Allah nochmal die Tora, in den anderen Suren bestätigt er. Und dann gibt es eine Sure, wo es aber das widerspricht. Da sagt Allah, sie haben es mit ihrem Mund verfälscht. Hey, was ist denn das für ein Gott, der sich so oft widerspricht? Das kannst du doch gar nicht ernst nehmen. Also ich nehme das null ernst. Nur, wie kann ich sowas ernst nehmen? Sorry. Tut mir leid, Wegbereiter. Aber du dienst nicht dem wahrhaftigen Gott. Bruder, nur weil du jetzt etwas gelesen hast, Hadithe gelesen hast, kannst du nicht sagen, es gibt ja auch nur einen allmächtigen Gott, einen einzigen Gott. Nein, und wir sind alle auf dieser Erde. Glaubst du, dass der Gott Deutscher ist, Türke ist, Araber oder Afrikaner ist? Gott hat was keine meinst? Nation. Wer sagt Gott hat auch, keine dass Nation? Gott verstehst du? Mhm. Aber wer sagt, dass Gott eine Nation hat? Wer sagt das denn? Nein, die Menschen teilen sich doch und machen das ganze Palaver. Wir müssen doch in Liebe zusammen agieren. Wir können nicht einfach irgendwelche Sachen nehmen und wovon wir uns nicht überzeugt haben, von der Wahrheit. Dann können wir auch nicht beurteilen. Dadurch verurteilen wir und urteilen wir. Du hast die Pflicht, dich von der Wahrheit zu überzeugen. Dann sagte doch Jesus ja auch. Glaub nicht blind alles. Jeder ist für sich, muss für sich Rechenschaft ablegen. Ja. Deswegen sage ich ja, jeder ist sein Glück geschmied und jeder wird das ernten, was er sät. Wenn ja, aber Wegbereiter, du bist nicht in der Wahrheit. Das versuche ich dir ja die ganze Zeit zu erklären. Nur wenn du den Herrn Jesus Christus mit deiner Zunge bekennst und mit deinen Herzen, wirst du das ewige Leben empfangen. Aber wenn du ihn weiterhin verwirfst, ja, dann wirst du nicht das ewige Leben empfangen. Der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Jesus hat doch den Weg gezeigt, den wir gehen müssen. Den Weg gehst du aber nicht. Bruder, aber den Weg, den ihr hier einschlägt, das ist aber auch nicht der Weg, den Jesus aufgezeigt hat. Doch, natürlich. Wir decken die Dunkelheit auf. Wo ist denn die Nächstenliebe? Glaubst du, wenn du andere Religionen schlecht machst, dass du dann andere Leute erreichst dadurch? Falsch. Guck doch mal das Leben an, was Jesus gelebt hat. Das bisschen, was wir von Jesus kennen. Er hat doch nur die Liebe gepredigt, die Nächstenliebe unterstützen, helfen, beistehen. Und der Herr Jesus Christus hat aber gesagt, er hat keine andere Religion schlecht gemacht. Er hat aber gesagt, deck die Dunkelheit und auf. Diesen Weg müssen wir auch gehen. Ja, aber wir sind keine Besseren,
wenn wir andere schlechter machen? Wegbereiter, schau mal, Jesus Christus, stimmt, er ist Liebe, aber er hatte scharfe Worte gegen alle, die nicht an ihn glauben. Er hatte scharfe Worte an alle Götzendiener und Gott hat scharfe Worte. Und ich habe mal eine Frage an dich, beweis mir doch, dass Allah der richtige Gott ist, der einzige Gott ist. Beweis mir das mal. Ich bin richtig gespannt jetzt. Es gibt doch, guck mal, die Vorbücher, ob das jetzt das Evangelium, Tora, Balthasar sind doch auch unsere Bücher. So. Okay, wenn du sagst, es sind eure Bücher, dann haben wir jetzt ein Riesenproblem. So. Sind auch unsere Bücher. Okay, der Gott, der sich im Alten Testament vorgestellt hat, war ich bin, der ich bin. Ich bin. Also, ich bin. Hebräisch Yahweh. Wir können den Namen Rapha, Jireh, Adonai nehmen. So, meine Frage an dich. An deinen Allah, an dem du glaubst, trägt er den Namen Jireh? Trägt er den Namen Rapha? Trägt er den Namen Adonai? Trägt er den Namen Yahweh? Nein. In seinen Vorbüchern 99, natürlich. In seinen 99 Namen finden wir diese Namen. Die 99 Namen sind die Eigenschaften Gottes. Genau, und wir sprechen aber von den Eigenschaften Gottes, das heißt der Allwissende, der Allsehende, der Allhörende, der überall ist, mit dem Auge nicht wahrnehmbar und doch wahrnehmbar. Alles gut, guck mal, alles gut, ich verstehe dich, aber unser Gott hat sich vorgestellt, wer er ist. Und er hat sich entäußert und wurde was? Er hat die Knechtschaft angenommen und wurde Mensch. Okay? Und was hat dein Gott für dich getan? Weil wir kennen unseren Gott. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist Allah? Du weißt es nicht. Du sagst nur, er ist der Allwissende, Allhörende, nichts ist ihm gleich. Wem betest du denn da an? Du musst doch wissen, wer dein Gott ist. Im Alten Testament wissen wir, wer unser Gott ist. Wer ist das? Wer ist Yahweh? Ist Jesus Christus? Ist Yahweh? Du musst mir zuhören. In Philippa 2. Wenn er bei dir im Alten Testament Yahweh ist, ist er doch bei mir im Alten Testament doch auch Yahweh. Wo aber im Koran entäußert oder stellt sich Allah vor als Yahweh? Wo? Schau doch mal, als Jesus kam, hat er doch das Evangelium gebracht. Oder nicht? Jesus Christus hat uns das Evangelium gegeben. Genau. So, davor war halt die Tora. So. Genau. Alles wird ja auch in den Evangelien ja auch nicht erklärt. Es ist weißt ja immer, der eine du? Kommt, dann kommt die andere Stufe und dann kommt die andere Stufe. Und im Koran wird erklärt, dass die Sachen, die davor waren, in den Büchern steht. Deswegen sollen wir auch an die Bücher glauben, auch die lesen. Guck mal, Wegbereiter, nimm's mir nicht übel, aber du bist in dem Sinne, sagen wir mal, jetzt nicht so wissend. Aber guck mal, ich bin trotzdem sehr respektvoll mit dir. Du bist ein angenehmer Mensch. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du du bist angenehm, ich kann mit dir reden. Ne? Ich merke, ich kann mit dir reden, aber du musst auch verstehen, was ich dir sage. Unser Gott hat sich vorgestellt im Alten Testament. Guck mal, wenn Allah die Tora herabgesandt hat, ja, warum finden wir im Koran den Namen Jireh nicht? Warum stellt sich Allah sich nicht vor als Jireh, Rapha, Adonai, Elohim im Koran oder Yahweh? Warum stellt er sich nicht vor? Allah in seinen 99 Namen, nirgendwo finden wir Yahweh. Nirgendwo finden wir Yahweh. Sogar die Juden, die Jesus verwerfen, sogar die glauben an Yahweh. Sie sind zwar immer noch abgefallen, weil sie den Herrn Jesus Christus immer noch nicht angenommen haben. Aber wenn wir euch anschauen, euch Muslime, ihr habt einen Gott, der gerade mal 1400 Jahre alt ist. Wer ist euer Gott? Wir kennen unser Gott. Die Juden glauben an Yahweh. Wir glauben an Yahweh. Nur die Juden glauben nicht an den Herrn Jesus Christus. Sie verwerfen ihn. Aber wer ist euer Gott? Weil ihr seid 600 Jahre später gekommen. Von wo kommt ihr? Wer seid ihr? Ja, das mit 600 Jahre später gekommen bedeutet ja nicht, dass es nicht den allmächtigen Gott gibt. Es gibt doch nur den allmächtigen einen Gott. Frage ist, warum hat dein Allah sich, wenn du sagst, dass deine Religion die Wahrheit ist, warum hat sich dein Gott 600 Jahre Zeit gelassen? Hat er geschlafen? Hat er gechillt? Oder schau mal, wir sind verpflichtet, an die Tora, an die Bücher, die davor waren, zu glauben.
und zu lesen. Da sind unsere Bücher auch und da sind die Vorgänger. Weil die Leute immer abgefallen sind. Auch du kennst doch die Geschichte von Moses. Er hat doch das Volk mitgenommen bis zum Berg Sinai. Und hat zu denen gesagt, wartet hier, ich muss mit Gott sprechen. Und was hat das Volk gemacht? Welches Volk war das? Obwohl die durch das Meer gegangen sind. Welches Volk war das? Wie hieß das Volk? Ja, Israel. Volk hat, ja, Israel, bravo, Hebräer, ne? So, das Volk Israel. Was hat das Volk gemacht? Die sind durch das Meer gegangen, die haben die Wunder gesehen. Und obwohl Moses in dem Berg in Sinai war, haben die angefangen, aus dem goldenen Kalb zu bauen. Ja, das zeigt doch, dass der Mensch immer abtrünnig ist und wieder zurückfällt. Das zeigt jetzt, dass dein Gott mit uns nichts zu tun hat. Richtig, unser Gott, das wollte ich gerade sagen. Berg Bruder, Sinai, was heißt denn Gott? Auf Deutsch heißt der Gott, auf Arabisch heißt er Allah. Nein, dein Weil Gott die Araber nicht damals Jahwe. Nicht an Gott geglaubt haben, sondern an Feuer und Steine und an Puppen und Götzen. Ja. Und es gibt kein Volk, zu dem kein Warner gekommen ist. Google mal Ilah und dann weißt du, von wo dein Gott stammt. Google nur Ilah. Bruder, die Tora, das Evangelium ist doch auch unser Buch. Bruder, du hast mir Weg bereitet, du hast mir gar nicht zugehört. Nochmal, im Koran steht nirgendwo Yahweh, nirgendwo Elohim, nirgendwo Jireh, nirgendwo Rafa. Den Gott, den du da anbetest, hat mit unserem Gott nichts zu tun. Null. Warum sollen wir das Evangelium lesen? Das steht drin. Und die Tora, sagt das nichts aus? Richtig, aber ich habe dir ja vorhin gesagt... Der Name Moses kommt doch davor. Sagt das nichts aus? Nochmal? Weg zur Seite. Warum hat sich Allah nie Mohammed offenbart? Unser Gott hat sich den Propheten offenbart. Zum Beispiel hier Moses... etc. Abraham. Gott hat kein Mensch bis jetzt gesehen. Ich mach das sogar ganz kurz. Kein Mensch hat bis jetzt Gott gesehen. Ganz kurz, Wegbereiter. Wenn Allah Mohammed prophezeien würde in der Tora, dann könnten wir es verstehen, okay, es ist derselbe Gott. Jetzt werden die Muslime sagen in den Chats, wow, ja doch, doch, Mohammed wird im Alten Testament prophezeit. Also, wenn ihr wirklich diesen Vers bringt, ich glaube 5. oder 4. Mose, ich weiß es nicht, ich glaube 4. 5. Mose 29, noch etwas. Wenn ihr mir diesen Vers gibt, dass da Mohammed prophezeit wird, dann ist Mohammed offiziell verflucht, weil wir sprechen hier von den Israeliten, von Israel. Dann ist Mohammed verflucht. Wenn Mohammed tatsächlich da prophezeit wird, dann ist er verflucht, weil es geht um das Haus Israel und das ist schon ein Knockout. Es geht um das Haus Israel und deswegen, weil ich befasse mich mit dem Alten Testament, ich weiß, was da drin steht. Ja? Und wenn ihr sagt, er wird da erwähnt, dann ist er verflucht. Ganz einfach. Bitte, Patrick, bestätige es, wenn du kannst oder sag, ob ich falsch liege, Patrick. Vollkommen richtig, mein Bruder, vollkommen richtig. Danke. Danke. Ne? Es geht darum, wir befassen uns schon damit. Ja, wir wollen ja wissen, was alles da drin steht. Ja, ist ja klar. Aber man kann nicht verkrampfen. Guck mal, weißt du, was sehr heuchlerisch ist bei den Muslimen? Bitte, Wegbereiter, versteh mich nicht falsch, wenn ich das sage. Weißt du, was sehr heuchlerisch ist? Die Muslime sagen, ah, war, euer Buch ist verfälscht, aber die suchen auf Krampf im Alten Testament und im Neuen Testament nach Mohammed. Auf Krampf, aber sagen, ah, das Buch ist aber verfälscht. Oder weil die sich nicht vernünftig ausdrücken können. Ja, aber daran steht, dass bestimmte Buchstaben verdreht oder verändert worden ist. Ja. Verstehst du? Das steht da drin. So, das heißt nicht, dass das ganze Buch verfälscht ist. Ja, ja gut. Also so musst du das mal sehen. Und da wir als Moslems auch Pflicht ist, da es auch unser Buch ist und wir auch daran glauben, weil wir in alle Bücher glauben müssen, ist das ja wohl, kannst du ja wohl von deinem logisches Denken ja ausgehen, dass da nicht komplett alles gefälscht ist. Aber Bro, was wurde verfälscht?
Ja, schau mal. Es gibt halt Wörter verdrehen, wenn du eine Buchstabe halt weglässt, hat das doch direkt eine andere Bedeutung. Ich füge noch mein letztes Wort hinzu, Wegbereiter, und dann wirst du auch verstehen, warum ich das immer wieder sage. Also, an alle, die hier drin sind, meine Geschwister und Brüder in Christus, alle mal stark liken. Ja, ich will was ganz, ganz Schönes sagen. Also, guck mal. Ganz einfach. John, Johannes war Augenzeuge von Jesus Christus. Er war Augenzeuge. Er hat Jesus Christus gesehen. Er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Er wird die Sünde für uns tragen. Er ist mit ihm gelaufen. Er hat seine Werke gesehen. Er hat all die Werke von den Herrn Jesus Christus gesehen. Sechs, und das war zwischen 97 und 100 Jahrhundert. Dann vergehen 600 Jahre. Und dann kommt irgendein Mohammed und sagt, der noch nie Jesus Christus gesehen hat, noch nie mit Jesus gesprochen hat, will uns sagen, das kannst was du doch nicht wissen, Vater, Bruder. Wegbereiter, ganz kurz. Will uns sagen, was mit Jesus passiert ist. Das ist so eine Blasphemie. Das ist so eine Bruder, Blasphemie. Schau mal. Da hinzustellen und uns zu sagen, hey, Jesus Christ wurde im Pogrom, es erschien ihnen nur so. Das ist nicht so. Das ist falsch, diese nicht richtig, weil ich bin Mohammed sallallahu alaihi wasallam und das ist nicht so. Aber John war Augenzeuge. Wieso kann das Mohammed kein Erleuchteter sein oder ein Prophet sein? Was ja, wenn es Völker gibt, heute gibt es noch Völker, die kein Mensch gesehen hat, die irgend an welche Sachen glauben. Galater 1,8 sagt alles. Galater es gibt 1, heute 8. noch Völker, die an irgendwelche Sachen glauben. Ja gut, hey, das ja. ist halt nun mal so. Und ja? die arabischen Leute haben halt damals nicht an Gott geglaubt und haben am Feuer und Statuen und Puppen und was weiß ich alles geglaubt. Guck mal. Götzendienst gemacht. Früher war das doch, da brauchen wir doch nicht abbestreiten. Wegbereiter, ja. wer sucht, der findet. Guck mal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich würde einfach mal sagen, wir reden ein andermal, aber ich würde dir empfehlen, lies bitte dein Buch. Ich möchte noch einmal was zu den Leuten sagen und wir reden einfach mal später wieder, okay? Ja, darf ich noch was sagen, Bruder? Schau mal. Ja, gerne. Es spielt keine Rolle, welche Religion ich habe oder du hast. Wichtig ist, dass wir in Nächstenliebe agieren, Bruder. Wo gibt es die Nächstenliebe? Ja, klar gibt es die Nächstenliebe. Also ich sehe nur Christen, Juden attackieren, ermorden. Also ich kann dir die Verse sogar geben. Dein Gott befiehlt Christen und Juden. Ich habe sogar in Sahih Muslim 70.1. Bruder. Bruder, vergiss diese Hadithe, Bruder. Ja, aber das ist Sunna. Ja, was ist Sunna? Die Hadithe sind Sunna. Du selbst sagst, 600 Jahre später, da kommt irgendein Seich und 300 Jahre später lässt von 600.000 Hadithe 3.000 und sagt, ich soll das glauben. Ja, das sind, sag es nicht mir, rede mit deiner Imame darüber. Ja, aber du liest, du weißt doch gar nicht, was da drin ist. Pass mal, ich erkläre dir mal was. Ich habe ja ein paar Tage, ich verfolge euch ja schon ein paar Wochen. Ihr redet immer von Aisha, ne? Dass die 6 Jahre alt war. Und ihr greift immer auf die Hadithe zu. Wegbereiter, wir reden ein andermal drüber, weil ich mache jetzt. Ganz kurz, ich will das mal ganz kurz erklären, weil jetzt, wo ich da bin, Bruder, nur, dass ich das mal sagen kann. Okay. Bevor Aisha geheiratet hat, hat sie eine Schwester. Und die Schwester ist 10 Jahre älter als Aisha gewesen. Als Aisha geheiratet war, war die 17. Und ihre ältere Schwester 10 Jahre älter. Und das kannst du nachforschen. Das kannst du sogar bei Google eingeben. Du kannst doch nicht, nur weil irgendein Hadith da ist und sagt 6, man weiß ganz genau, bis wie viel Jahre alt die Schwester geworden ist und wie alt Aisha war. Du kannst das zurückrechnen, du kannst das zurückverfolgen. Und deswegen, Bruder, es ist wichtig, guck mal, du gehst doch den Weg Jesus, oder nicht? Ja, natürlich. Also ist es wichtig, beurteilen kann nur der, der sich von der Wahrheit überzeugt. Sonst verurteilst und urteilst, das kommt auf dich zurück. Wir haben ja die Wahrheit, ist ja ganz klar.
Was du da redest die ganze Zeit, seit einer halben Stunde, ich weiß auch nicht, da gehe ich das bessere Zeit investiert. Was ist denn Wahrheit? Ich sag dir, Wahrheit ist, was der Realität entspricht. Das ist die Wahrheit. Ganz, der Koran entspricht gut. Nicht der Realität. Welche Wahrheit ist denn das, was Jesus geprägt hat? Wegbereiter, das zieht sich wie Käse. Wir reden morgen, okay? Oder wichtig ist, ich kann euch nur ans Herz legen, ja, immer mit der Liebe da dran gehen. Egal, wer sich, welche Religion, jeder muss für sich Rechenschaft ablegen. Du kannst nur den Weg zeigen oder die Menschen führen. Gehen muss jeder selbst. Wir reden morgen einfach drüber, okay? Okay, alles klar. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du mich hochgenommen hast. Kein Problem. Alles Gute, alles Liebe, gottesreichen Segen. Gottesreichen Segen, ja. Also Leute, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus und es war ein sehr respektvoller Mensch, ne? Er war sehr respektvoll, aber wie gesagt, er muss auf jeden Fall seine Religion kennenlernen, beispielsweise wirklich lesen und verstehen, was da drin ist, ne? Und das ist klar, dass die meisten total verhärtet sind. Es gibt der eine oder der andere, der versteht es. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, wir machen vielleicht eine kleine Pause. Ich lasse den Patrick nochmal für uns nochmal beten, dann den Aleju. Okay, Leute, und dann wollte ich euch nur noch eine Sache sagen, Leute. Ich liebe euch, ihr seid die Besten. Wirklich für diesen Support, das ist wirklich mehr als nur wow. Ne? Ich kann nur sagen, wow. Ne, wirklich, wow. Ich lasse aber den Bruder Patrick jetzt nochmal ein bisschen predigen, ja, nochmal das Wort verkünden und dann, ja, alle Ehre dem Herrn. Amen, Flex, Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, gelobt sei der Herr Jesus Christus, der Herr, unser Jesus Christus, der einzige, wahrhaftige, lebendige, barmherzige, gütige und gerechte Gott. Und Herr, wir bitten dich, dass hier alle Muslime, die hier zuschauen, auch Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr Jesus Christus, dass du sie heute berührt hast in ihren Herzen, dass du ihnen die Wahrheit gezeigt hast, dass du ihnen zeigst, dass diese Arbeit, die wir machen, dass wir die machen, damit sie ewiges Leben bekommen, damit sie dich kennenlernen, damit sie dich in dein Leben hineinlassen, damit sie Sündenvergebung haben, damit sie das Kreuz verstehen, dass du dein Leib und dein Blut gegeben hast, dass du die Sünde getragen hast, die wir tragen hätten müssen, Herr. Alle Sünden hast du getragen, Herr. Dass du der Mittler bist zwischen Gott und Mensch. Dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, Herr. Herr, berühre die Menschen, die hier drin sind. Alle Muslime, Andersgläubige. Dass sie prüfen, dass sie dich testen, dass sie nach dir beten und zu dir sagen, zeige dich, offenbare du dich mir, Herr. Mit diesem Stream, Herr, bitte segne uns alle. Segne uns, Herr, und berühre jeden Menschen, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Geduld, Herr. Das wünsche ich in deinem Namen. Amen. Amen, Amen. Jetzt lassen wir mal den Aleju. Bruder Herz, das war eher aus Versehen, es ist beim Liken passiert. Ich weiß nicht, wie man hier rausgeht. Ja, Aleju, wenn du willst, kannst du das Wort verkünden. Ich kann nicht so, ich kann sowas nicht. Ja, alles gut, alles gut. Ja, alles gut, Bruder Herz. Hoffentlich machst du es irgendwann mal mit uns zusammen. Bestimmt, Bruder Herz. Okay, alles klar. Ja, dann mache ich dich kurz runter und dann sage ich noch was zu den Leuten und dann, ja. Genau, ich wollte noch mal was ganz Schönes sagen, bezüglich auch Patrick. Er tut Apologetik betreiben und ist auch ein Verteidiger. Ja, er verteidigt das Christentum. Und Patrick hat wirklich sehr viel erlebt, ja, genau das, was Emanuel durchmacht oder durchgemacht hat, hat Patrick ebenfalls getroffen, sogar viel, viel schlimmer, ja, viel, viel schlimmer, Leute. Deswegen, ich sage euch nur eine Sache, betet für unsere Brüder und Geschwister, ja, die Apologetik betreiben, denn diese Heuchler sind durstig, ja, die sind wirklich sehr, sehr durstig und sie wollen jeden wehtun, ja, und sie machen es im Namen von Allah, aber merkt euch eine Sache, der Zorn Gottes wird diese Menschen treffen,
Der Zorn Gottes wird diese Menschen treffen. Denn Gott ist nicht mit Gewalt, denn Gott ist mit Liebe. Na? Und deswegen, wir müssen in Liebe wandeln. Ja, es ist manchmal wirklich sehr, sehr schwer. Aber wir müssen in Liebe wandeln und lasst uns einfach weiterhin das Wort des Herrn verkünden. Unreachable, Celia, danke, danke. Und lasst uns einfach in Liebe bleiben. Werdet nicht so wie die Heuchler, ja, denn sie haben ihren Lohn schon längst empfangen. Ja, es ist einfach so. Die haben schon ihren Lohn empfangen. Deswegen wandelt in Liebe. Ja, im allerschlimmsten Falle, wenn ihr schlechte Nachrichten bekommt, ja, ignoriert sie. Ja, die Bibel beschreibt auch, dass sie was in ihren Synagogen gesehen werden wollen. Ja, sie haben ihren Lohn schon längst empfangen. Das sind die Heuchler, das sind Narren. Ja, deswegen Leute, wandelt in der Liebe. Ja, deckt die Dunkelheit auf. Und ich werde die nächsten Tage darüber aufklären, dass Mohammed dunkelhäutige Sklaven hatte. Und da werde ich viele Hadithe auspacken. Ich und Mensa, wir werden das Wort des Herrn verkünden. Ne? Auch wenn Patrick da ist, würde ich mich auch mega freuen. Und dass auch unsere dunkelhäutigen Brüder auch diese Quellen sehen, ja, dass Mohammed auch dunkelhäutige Sklaven verkauft hat. Ja, und mit diese auch gehandelt hat. Ja, da finden wir sogar authentische Quellen, Hadithe, Sahih Muslim finden wir tatsächlich auch und ja, das werden wir dann auch zeigen. Ich hoffe, dass unsere schwarzen Brüder, die manipuliert werden von diesen ja, Narren, ja, so wie die Bibel die beschreibt, dass sie die Wahrheit erkennen, ja, und sich vom Islam abwenden. Ja, ich finde das wirklich mega traurig, dass unsere dunkelhäutigen Brüder das nicht wissen, ja, dass sie diese Hadithe nicht lesen, dass sie nicht wissen, was da drin steht, weil würden sie diese lesen, ja, dann würden die alle wirklich den Islam verlassen. Pass auf, was du sagst. Yasin, ich muss nicht aufpassen, ich bin schwarz. Und wenn ich dich schon angucke, schon fünfmal nein, ja. Der Einzige, vor dem ich mich fürchte, ist der Herr Jesus Christus, Yasin. Ja, deswegen pass lieber auf, was du sagst. Ich muss nicht aufpassen. Pass auf, was du sagst. Genau, weil ich fürchte mich nur vor einem Gott und nicht vor dir. Du bist ein Lappen in meinen Augen, ganz einfach. Ja, ja, du bist ein Narr. Laut Bibel bist du ein Narr. Du bist ein Heuchler. Ja, und wenn ich dich sogar auf der Straße sehen würde, würde ich es dir sogar direkt ins Gesicht sagen, dass du ein Heuchler bist. Und glaub mir, ich habe diese Eier, dir das sogar direkt ins Gesicht zu sagen. Und dann würde ich sehen, was du machst. Na? Du bist ein Heuchler und du bist ein Narr, so wie die Bibel es beschreibt. Ganz einfach. Ne? Alle Ehre den Herrn Jesus Christus. O Herr, verzeih mir für das, was ich jetzt gesagt habe. Wirklich, es tut mir leid. Aber Leute, bei so solchen Leuten habe ich kein Verständnis. Ja, da habe ich einfach kein Verständnis. Deswegen alle Ehre dem Herrn, Leute. Ganz, ganz viel Liebe. Patrick, wenn du willst, kannst du dich noch bei den Brüdern und Geschwistern noch verabschieden. Und bitte alle, die hier drinne sind, die eine Hörbibel haben wollen. Wir haben einen Bruder aus der Community, das ist der Dominik. Wir stellen euch dann auch Hörbibel zur Verfügung, Schlachter. Ja, alle mir bitte schreiben, die eine Schlachter-Version haben wollen, ne? Hörbibel, Schlachter, einfach mir eine Nachricht schreiben. Manchmal komme ich mit den Nachrichten wirklich nicht mit, aber ich tue mein Bestes, ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus und Patrick, willst du noch was sagen? Ansonsten dann beende ich den Stream. Ja, lieber Bruder, danke für deine netten Worte und ich wünsche allen Gottes Segen. Folgt Flex, die Streams wachsen, hier wächst was Wunderschönes, hier gibt es Frucht, folgt. Ob du Moslem bist, egal an was du glaubst, liebe Brüder und Schwestern, folgt, liked, unterstützt diesen Kanal und dann können wir miteinander Apologetik betreiben, die Wahrheit unseren Herrn Jesus Christus bezeugen. Und das waren meine Worte. Danke, Flex. Ja. Wünsche dir einen schönen Abend. Ebenfalls, ebenfalls. Also meine lieben Geschwister, I love you all. Ich liebe euch alle. An die Geschwister, I love you all. An meine Brüder, an unsere Aramäer, Armenier, deutschen Brüder, assyrischen Brüder, alle anderen Nationen in Christus, Leute, I love you all. Merkt euch das. Ne? I love you all. Auch an unsere serbischen Christen, an unsere kroatischen Christen, ja, alle, die hier drinne sind, Leute, ganz viel Liebe. Merkt euch das. Flex loves you all. Ja, Flex liebt euch und hey, ich mache dann jetzt eine Pause. Ne?
Bye bye. I love you guys.